Hallo und herzlich willkommen im Keller. Es ist Zeit für mein großes Kochervideo. Ich habe ja schon viel mit Kochern experimentiert und vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich mache dann gerne mal zu einzelnen Ausrüstungskategorien dann irgendwann ein großes Video, wo ich dann versuche, naja, zumindest aus meiner Sicht, alles was ich weiß, zu der entsprechenden Ausrüstungskategorie zusammenzutragen. Und das machen wir jetzt für Kocher. Man könnte jetzt noch mit reinnehmen den Hobo-Kocher und noch so diverse Survival-Kocher, sage ich jetzt mal. Habe ich beides draußen gelassen. Zu Hobo-Kocher bzw. generell Lagerfeuer schnell der Hinweis, es ist halt im Regelfall nicht erlaubt. Das sind die meisten anderen Outdoor-Kocher auch nicht. Die werden aber viel eher toleriert. Weil das Risiko, damit halt die Umgebung anzustecken, von vielen Leuten, auch maßgeblichen Experten, als erheblich geringer eben entsprechend eingestuft wird. Und deswegen wird so ein Kocher nicht so als so schlimm entsprechend eben bewertet. Außerdem muss man niemandem das Holz wegsammeln, das Brennholz. Wenn man die ganze Nacht über ein Lagerfeuer betreibt, braucht das schon ziemlich viel Holz. Und irgendwann ist das dann noch eine Kategorie, die eine Rolle spielt, wenn man seinen eigenen Brennstoff hinträgt, da wo man was heiß macht. Und am Ende den Müll, also sprich die Gaskartusche, die leere Flasche oder was auch immer, wieder mitnimmt, ist man ein, sagen wir mal, willkommenerer Gast, als wenn man da halt eben eine riesen Feuerstelle hinterlässt, die dann noch 200, 300, 400 Jahre eben entsprechend sichtbar ist, sofern sich niemand die Mühe macht, das Ding dann schön zu versteckeln und so weiter und so fort. Also Feuer hat einfach mehr Potenzial, aus dem Ruder zu laufen und negative Folgen zu hinterlassen. Das nun mal ganz kurz. Außerdem, Feuer machen ist eine ganz andere Sache als eben Kocher mitschleppen, weil man den Brennstoff mittragen muss. Die Effizienz von dem Feuer ist im Grunde völlig egal, solange man nicht zu faul ist, genügend Holz zu sammeln. Bei den Kochern spielt es jeweils eine wesentliche Rolle. Hobo-Kocher ist so ähnlich, ist quasi ein Feuer mit erhöhter Effizienz, weil es halt eben in dieser die Verbrennung verbessernden Dose in Anführungszeichen stattfindet, aber ändert im Grunde nichts dran, dass man eben Holz sammeln muss und die Effizienz eigentlich nicht so wichtig ist. Man muss halt dann nur mehr Holz sammeln. Selbstverständlich funktionieren sowohl Lagerfeuer machen als auch Hobokocher nur da, wo man Holz sammeln kann. Das heißt, es muss Holz da sein. Und natürlich muss es dann auch noch zumindest halbwegs geduldet werden oder halt völlig legal sein. Das wäre natürlich noch die viel bessere Lösung. Ne? Und deswegen wollte ich die beiden einfach nicht mit aufnehmen, weil das kann man nicht vergleichen. Die anderen Kocher haben alle die Notwendigkeit, beziehungsweise die anderen Brennsysteme, sage ich jetzt mal, haben alle die Notwendigkeit, dass man den Brennstoff mitschleppt und das, was übrig bleibt, wieder mit nach Hause nimmt, beziehungsweise die leere Verpackung auch wieder mit nach Hause nimmt. Und Lagerfeuer bzw. Hobokocher sind halt dann doch eben nochmal ein bisschen was anderes. Ne? So, das als Einstieg. Und dann, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt Esbit, der Vollständigkeit halber. Natürlich ist das kein Tourenbrennstoff, den man für lange Touren ausschließlich verwendet. Wobei es Leute geben soll, die das schon gemacht haben. Ich sehe es als Ergänzung, als Backup oder als Möglichkeit, wenn man ansonsten einen komplizierten Kocher hat, mal eben zwischendurch eine Kleinigkeit heiß zu machen. Also einfach eine Tasse Suppe oder irgendwie sowas. Deswegen wollte ich es gerne mit aufnehmen. Man kann theoretisch auch ganze Touren nur mit Esbit machen. Das geht. Das muss man dann halt eben entsprechend wollen. So, dann Spiritus bzw. Alkohol bzw. Ethanol, weil der Brennalkohol, den wir verwenden, ist eigentlich immer Ethanol. Dann machen wir Gas, was viele Vorteile und nur einen einzigen Nachteil hat, der Kartusche heißt. und dann noch das spezielle Benzin bzw. den doch eher speziellen Omni-Fuel-Kocher, also Mehrstoffkocher auf gut Deutsch, der in manchen Situationen nach wie vor notwendig ist, aber für Otto-Normalträger sicherlich selten wirklich benötigt werden würde. So. Und danach machen wir noch ein bisschen so generelle Effizienz von Kochern und danach machen wir noch ein bisschen Geschirr, also Kochgeschirr, nicht Essgeschirr, das ist egal, könnt ihr aus was auch immer fressen, mir Wurst, aber Kochgeschirr kann man noch ein bisschen was zu erzählen, ja,
Und dann sind wir durch. Das wird leider nicht sehr kurz, aber das ist bei diesen Vollständig-Videos ja hoffentlich schon angekommen, dass die selten so richtig kurz sind. Ich versuche mich trotzdem halbwegs kurz zu fassen, weil ich habe schon mal gedreht, da war es so ausführlich, dass ich Angst bekommen habe. Und deswegen, wie gesagt, jetzt nochmal die Neuauflage 2019, muss ich mir merken, dass wir 2019 haben. Frohes neues Jahr übrigens. Und wir legen los mit Esbit. Das hier ist ein Esbit-Kocher, nicht der Standard-Esbit-Kocher, sondern der Standard ist so eine kleine Box quasi. Relativ schwer, relativ viel Material, für meinen Geschmack ein bisschen ungeeignet, weil wirklich Windschutz bietet die auch nicht. Deswegen habe ich mir so eine kleine Titanspinne hier gekauft. Lässt sich so zusammenlegen und hier in die Mitte legt man sein Esbit rein. Wenn Esbit mal angebrannt ist und gelöscht wurde, bevor es runtergebrannt ist, dann klebt es. Deswegen klebt hier noch eins drin. Ich will jeden Kocher, außer dem Benziner, mal eben kurz anwerfen. Beim Benziner blende ich euch ein kleines Video dann ein, wo er angeworfen wird, um zu demonstrieren, wie gut lässt sich denn das anzünden, wie funktioniert denn das jeweilige System. Das hier sind frische Esbit-Würfel. Ich nehme jetzt kurz noch einen halben frischen dazu. Ne? Hier. Ich habe die in so einer Box gelagert. Das ist nicht die Standardverpackung, weil diese Box hat einen Dichtungsring und ist ziemlich wasserdicht. Esbit ist hygroskopisch, zieht Wasser an und brennt dann deutlich schlechter, weil es dann nicht mehr reines Esbit ist, sondern dann Esbit mit etwas Wasser. Aber es brennt schon immer noch. Also es muss schon richtig ins Wasser reinfallen, damit es nicht mehr brennt. Einfach nur eine feuchte, in Anführungszeichen feuchte Lagerung reduziert die Effizienz. So, zur Demonstration, Esbit ist nicht besonders leicht entzündlich. Man muss da die Flamme schon eine Weile dran halten. Und erst dann fängt es an zu brennen. Bei Wind ziemlich schwierig. Bei Kälte brennt es auch etwas schwieriger an. Aber dann hat man halt hier eben so ein brennendes Häufchen, das grundsätzlich mit gelber Flamme brennt. Ich habe noch kein System gesehen, das aus Esbit irgendwie eine Jetflamme hervorbringt, wie wir sie von Gaskochern zum Beispiel kennen. Und das bedeutet, das Ganze ist extrem windanfällig. Wenn ich da schon ein ganz kleines bisschen puste, und das Ganze lässt sich auch ausblasen. Ne? Und das ist wichtig, das muss man wissen. Esbit ist also ein System, das man unbedingt vor Wind entsprechend schützen muss, sonst kann es das völlig verharzen. So. Das zu den grundsätzlichen Spezifikationen, wie funktioniert das und so weiter und so fort. Der Kocher ist nur ein Beispiel. Wir kommen zu den Details. Ich habe mir nämlich immer eine Pro-Kontra-Liste gemacht. Fangen wir mal mit den positiven Eigenschaften an. Esbit ist ein Festbrennstoff. Das ist meiner Meinung nach ein Riesenvorteil und die Besonderheit von Esbit schlechthin, weil Esbit kann nicht explodieren, Esbit kann nicht auslaufen, Esbit kann nicht kleckern, man kann bei der Anwendung von Esbit nicht das Zeug irgendwo hinkippen, wo es nicht hingehört und plötzlich steht alles in Flammen. Mit Spiritus geht das, mit Benzin geht das, ja, mit Gas nicht so, aber ne, alle Flüssigbrennstoffe sind deutlich gefährlicher in der Anwendung. Wenn Esbit umgekippt wird, dann fällt ein Würfel Esbit gegebenenfalls im brennenden Zustand in die Landschaft. Oft geht er aus, weil er ja so windempfindlich ist. Manchmal geht er nicht aus, dann kann man ihn einfach austreten und das Problem ist gelöst. Solange man ein kleines bisschen geistesgegenwärtig ist, kann mit Esbit eigentlich nicht wirklich was passieren. Ist also wirklich sehr, 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 sehr sicher. Kippt man eine Flasche Spiritus aus, brennenderweise, oder einen Spirituskocher brennenderweise, dann hat man eine brennende Pfütze. Das hat ein ganz anderes Gefahrenrisiko als ein kleiner brennender Würfel, der sich, wie gesagt, leicht austreten lässt. Tritt mal eine Pfütze aus. Eine brennende. Das mag noch gehen, aber das ist eine andere Kategorie. Ne? So, temperaturunempfindlich. Funktioniert auch im Winter. Hab noch keine Minustemperatur erlebt, bei der man Esbit nicht irgendwie zum Brennen bringen kann, wenn man dann ein geeignetes Tool zum Anzünden dabei hat. Feuerzeuge versagen ja auch mal irgendwann aufgrund des Gases, was drin ist. Dazu kommen wir dann auch noch beim Gas. Ich empfehle Sturmstreichhölzer. Muss man nicht machen, kann man machen. Mir macht es einfach Spaß, weil ich Streichhölzer mag. Man kann die auch scheiße finden. Natürlich sind sie alt und altmodisch, aber sie funktionieren in Verbindung mit Esbit deswegen gut, weil man, ich mach's mal vor, ein entsprechendes Streichholz nehmen kann und das entsprechende Streichholz anreißen kann. Die Reibefläche ist ein bisschen im Arsch. Und dann legt man das Streichholz einfach drauf
Und auch wenn jetzt ein bisschen Wind geht, reicht die Zeit, die das Streichholz, wenn es sich um ein Sturmstreichholz handelt, vollkommen aus, um das Restbett entsprechend anzuzünden. Man kann das Streichholz dann wieder runternehmen, damit es halt nicht als verkohlter Dreck in der Schüssel landet. Weil dann muss man die Schüssel häufiger auskratzen, was natürlich nicht viel Arbeit ist, aber es ist ein gewisses Maß an Arbeit. Ja, und damit, das funktioniert immer. Diese Methode, die klappt wirklich immer, es sei denn, es ist gerade Sturm. Aber zur Windanfälligkeit habe ich ja eben schon ein bisschen was gesagt. Machen wir das nochmal kurz vor, denn das ist ein Nachteil. Wir haben ja eigentlich eine Pro-Liste, aber diesen Nachteil möchte ich kurz vorziehen, weil ich das gerade in der Hand habe. Wenn das jetzt so brennt, ne? Und wir haben da jetzt irgendeinen Topf drauf. Und die Flamme sollte eigentlich in der Mitte den Topf heiß machen. Aber jetzt weht der Winze quasi immer nach außen. Und wir haben jetzt einen noch kleineren Topf und nicht so einen breiten, wie ich jetzt hier eben entsprechend habe. Dann weht uns die Flamme einfach am Topf vorbei und es kommt überhaupt keine Hitze im Topf an, was die Effizienz von Esbit auf nahezu null reduziert. Deswegen Windschutz wichtig, wichtig, wichtig. Hat man keinen dabei, keinen richtigen Windschutz, sowas wie so ein Blech, dann muss man halt wirklich sich im Gelände irgendwo einen Punkt suchen, wo man optimal windgeschützt ist, damit das dann überhaupt funktioniert. Es ist also schon ein bisschen divisil, das liebe System. Aber das ist ein Nachteil, wir machen weiter mit den Vorteilen. Temperatur eben unempfindlich, klappt auch, egal bei wie kalt. Kleines Packmaß, ja, so ein paar Würfelchen, machst du in eine Plastiktüte, einen ganz kleinen Gefrierbeutel oder so einen kleinen Ziploc-Tüte, steckst du in die Hosentasche, fertig. Verpackung wiegt quasi nichts. Standardmäßig sind sie in der Pappschachtel, die kleinen Würfel, die ist jetzt nicht so super, aber die ist auch nicht wirklich schlecht. Man kann auch die ganze Plastikschachtel einfach in eine kleine Plastiktüte reinmachen, Pappschachtel in eine Plastiktüte machen, so rum, und dann ist es verpackt und die Verpackung wiegt einfach nichts. Man hat also das reine Brennstoffgewicht quasi dabei. Und man braucht im Grunde gar keinen Kocher. Man kann Esbit-Würfel auch zwischen zwei flache Steine schmeißen und in die entstehende Ritze zwischen den Steinen. Die nutzt man dann einfach als Topfauflage und stellt da seinen Topf oben drauf. Ist hoffentlich jedem klar, wie ich das meine. So viel Fantasie habt ihr ja sicher. Andererseits, diese Titanspinne, die ich hier habe, die ist von Esbit selber, lässt sich sehr klein zusammenlegen, wiegt irgendwie 16, 17 Gramm oder 14 Gramm, ich weiß es nicht mehr. Und das ist schon, das habe ich eigentlich dann auch meistens dabei, wenn ich auch Esbit dabei habe, weil halt dieser praktische Topfhalter dabei ist. Man muss nicht erst Steine suchen. Ganz alter Gag, bei mir im Wald gibt es ja keine Steine. Wer den Gag noch kennt, die habe ich schon lange nicht mehr gebracht. Wurde mal wieder Zeit. So, kleines Packmaß. So, dann ist Esbit ungiftig. Das ist deswegen wichtig, weil das der einzige Trockenbrennstoff ist, den ich kenne, bei dem man wirklich sagen kann, ist so lange schon getestet, die gesundheitlichen Auswirkungen halten sich sehr, sehr, sehr stark in Grenzen. Kurz zur Historie. Esbit ist Erich Schumms Brennstoff in Tablettenform und seit 1943, 44 irgendwie sowas oder von mir aus auch schon oder noch früher, kann auch sein. Nee, der wird nicht mitten im Krieg rausgekommen sein, irgendwann 35 oder was weiß ich. Den gibt es also schon mindestens 70, 80, 90 Jahre oder was. Und seitdem hat noch keiner herausgefunden, dass das Zeug besonders bedenklich wäre. Es ist nicht gesund, es ist aber ungiftig. Also heißt, ungesund ist es schon, man sollte nicht riesige Mengen davon einatmen. Es stinkt ja auch, alles was stinkt, wird von unserer Nase als unangenehm empfunden, weil wahrscheinlich irgendwas Unangenehmes drin ist. So auch bei Esbit. Esbit also nicht in schlecht gelüfteter Umgebung verwenden. Man kann es in Gebäuden benutzen, im Innenraum, aber dann sollte man für einen gewissen Luftdurchzug sorgen, damit sich nicht so viel Kohlenmonoxid bildet, weil bei der Esbit-Verbrennung bildet sich Kohlenmonoxid, was in geringen Mengen völlig harmlos ist, was in hohen Mengen total tödlich ist. Deswegen ein bisschen Belüftung, aber ansonsten ist das Zeug wirklich relativ ungiftig. Da kann wenig passieren, sage ich jetzt mal. Und damit ist es der einzige Trockenbrennstoff, wie gesagt, bei dem man das sagen kann, mit Sicherheit. Die anderen teilweise sehr kritisch, teilweise absolut krebserregend. teilweise wissen wir es einfach nicht und deswegen greife ich zu Esbit, da bin ich mir sicher. Da weiß ich, was ich kriege. So. Recht hoher Heizwert. Das ist nämlich bemerkenswert. Für einen Trockenbrennstoff brennt das Ding relativ heiß, relativ effizient mit 33 Kilojoule pro Gramm. Ne? Benzin hat 44. Wir hätten also 3/4 der Leistungsfähigkeit von Benzin in so einem Esbit-Würfel. Deswegen wird er auch gern als Solid Fuel, Trockenbenzin, Festbenzin eben entsprechend bezeichnet. Ist ein ganz anderer Stoff als Benzin, aber ist so ein bisschen damit vergleichbar. Und
hat, naja, nur 3/4 der Leistung, aber immerhin 3/4 der Leistung. Ist die Flamme wirklich immer schön auf den Topf gerichtet, dann haben wir mit Esbit auch durchaus gute Brennzeiten. Gute Leistung, die da beträgt, man benutzt es ja meistens für kleine Tassen. Eine kleine Tasse heißes Wasser, so dass man sich einen guten Tee draus machen kann, nicht kochend, aber heiß, kann man mit einem so einem Würfel, also die vollständigen, nicht die zerbrochen sind, kann man mit einem so einen Würfel erreichen. Allerdings bei jetzt nicht allzu niedrigen Temperaturen und halt bei mehr oder weniger Windstille. Das ist die Voraussetzung, dass das dann funktioniert. Wie viel Esbit man pro Liter braucht, weil ich eigentlich das meiste pro Liter angegeben habe und ausprobiert habe, kann ich euch so nicht sagen, weil es da derartig lang empfindlich auf Wind reagiert. Das kann zwischen 20 Gramm und 50 Gramm irgendwo liegen, wenn man sich wirklich einen Liter kochendes Wasser wohlgemerkt mit Esbit machen wollte. 20 Gramm wäre ganz okay, 50 Gramm wäre eine Katastrophe. Und deswegen die Übung, die Anwendung will geübt sein. Wir kommen zur Negativliste. Das Zeug ist vergleichsweise teuer pro Gramm. Eine kleine 80 Gramm Packung mit, ich weiß nicht, 20 solchen Würfeln, die kostet so irgendwas 3,50 Euro, so grob. Kommen oft noch Versandkosten dazu, wenn man es dann unbedingt im Internet bestellen möchte. In Geschäften kriegt man es demzufolge billiger, weil da hat es keine Versandkosten. Das ist nicht unbezahlbar. Es ist aber vergleichsweise dann doch ein eher teurer Brennstoff, wenn wir zum Beispiel mal Spiritus oder Benzin als Vergleich angucken. Da kriegen wir den Gramm Brennstoff, das Gramm Brennstoff für ungefähr, also bei Spiritus für ein Viertel, bei Benzin so ungefähr für die Hälfte. Darf nicht ins Flugzeug. Den Nachteil haben eigentlich alle Brennstoffe. Bei Esbit wollte ich es nochmal explizit dazu sagen, weil man könnte ja auch auf die Idee kommen, das Ganze als Zuckerwürfel oder ähnliches zu tarnen. Vielleicht gibt es irgendeine Airline, die ihre Sicherheitsbestimmungen so formuliert, dass solide Brennstoffe irgendwie ein bisschen doch ausgenommen zu sein scheinen. Dann kann man es ja mal versuchen reinzuschmuggeln, was man allerdings aus ethisch-moralischer Sicht vielleicht dann doch wieder sein lassen könnte, weil es nun mal eine gewisse Gefahr darstellt beim Fliegen. Aber wie schon erwähnt, Esbit ist sehr sicher. Wenn auf Esbit ein Funke drauf liegt, dann geht Esbit halt nicht gleich in Flammen auf. Das mache ich euch auch nochmal schnell. Machen wir das mal so, dann komme ich da besser dran. Und zack. Und da ist jetzt definitiv ein Funken drauf geflogen und nichts ist in Flammen aufgegangen, weil das halt eben nicht reicht. Man muss schon Großmeister des Firesteels sein, um Esbit in seiner Tablettenform mit dem Firesteel anzünden zu können. Und wie wir alle wissen, macht ein Firesteel schon sehr, sehr heiße Funken. Ein kalter Funken hat keine Chance, das Ding anzuzünden. Nochmal ein Plus in Sachen Sicherheit. Wer also Angst vor Feuer hat, so Leute gibt's, ich habe eine gute Freundin, die hat nach wie vor, also sie kann damit leben, sie hat gelernt damit zu leben, aber sie hat nach wie vor im Grunde Angst vor Feuer und großen Respekt davor, dann wäre das eigentlich ein Brennstoff für sie. Ne? Das wäre auch noch wichtig, wer da wirklich Schwierigkeiten hat. So, darf nicht nass werden. Wenn es nass wird, nimmt so viel Wasser auf, dass es dann irgendwann von der Brennleistung her nur noch miserabel ist. Also feucht werden. Lagert ihr es ohne eine wasserdichte Hülle, dann zieht es nach und nach einfach ein bisschen Wasser. Es brennt dann schon noch, es lässt sich schwerer entzünden und brennt nicht mehr so effizient, aber es geht noch. Wenn es ganz klitschnass wird, brennt es nicht mehr. Das muss man halt auch noch wissen. Es ist geräuschlos. Esbit macht keinen Lärm, aber es rußt und stinkt. Also geräuschlos wäre nochmal ein Vorteil. Rußen und stinken ist definitiv eher ein Nachteil. Rußen tut es nicht sehr, ein kleines bisschen halt eben entsprechend. Stinken tut es von den Brennstoffen, die wir hier haben. Am zweitschlimmsten Benzin, wenn es nicht ordentlich verbrennt, dann kann das noch mehr stinken. Allerdings soll es ja ordentlich verbrennen im eigentlichen Kocher. Also ist es auch Platz 1 bis 2, so je nachdem, wie man es nimmt. So, und nochmal zur Leistung am Schluss. Grob kann man sagen, dass man für eine 500 Milliliter Tasse heißes Wasser, nicht kochen, nur heiß, im Idealfall etwa 4 Gramm braucht. Vielleicht im Hochsommer, wenn es ohnehin super trocken ist und das Ganze wirklich optimal aufgebaut ist, noch etwas weniger.
Man kann aber auch locker mal 8 Gramm brauchen und in Extremfällen bei richtig viel Wind und so weiter und so fort, dann halt auch nochmal deutlich mehr. Nach oben gibt es fast keine Grenze. Irgendwann geht es dann halt gar nicht mehr wegen der Wildanfälligkeit. S-Bit eignet sich wunderbar zum in die Jackentasche stecken, zum überall hin mitnehmen, in Kombination mit einem winzigen Kocher als Backup-Kocher, falls das Hauptkochsystem versagt und man ein Mensch ist, der gerne ein Backup dabei haben möchte, dann würde sich S-Bit anbieten. Ein weiterer großer Nachteil allerdings von S-Bit ist, man bekommt es kaum im Ausland. Wenn man also irgendwo hinfliegt, kann man S-Bit ja nicht mitnehmen und dann kriegt man da, wo man hinfliegt, im Regelfall auch keins, weil es ist eine deutsche Erfindung, in Deutschland kein Problem, beziehungsweise in Deutschland musst du auch wissen, wo du das herkriegst. An der nächsten Tanke gibt es meistens nicht. Und das macht es schwierig. Außer du bist lange im Ausland und kannst es dann beim örtlichen Amazon vielleicht eventuell bestellen oder gehst dann mal in einen Outdoor-Fachhandel, der sowas führt. Das ist eine Option, aber einfach mal irgendwo hinfliegen und am Flughafen schnell noch eine Ladung S-Bit kaufen, das wird wohl kaum möglich sein. So, das war S-Bit. S-Bit durch. Wir kommen zu Alkohol. Nochmal einen Schnitt. Hier wieder ein Kocherbeispiel. Das hier ist der Torx Titan Brenner. Der arbeitet eben entsprechend mit Alkohol. Alkohol meint in dem Zusammenhang ja eigentlich immer Spiritus. Schön ist, das sage ich schon mal gleich, wenn ich hier die Bude mit Spiritus räuchere und hier Spiritus anzünde und man meinen könnte, ich erstick mich jetzt gleich und kriege hier jetzt gleich Kohlenmonoxidvergiftung. Den kann ich beruhigen, weil das Zeug verbrennt total sauber zu CO2 und Wasser. Da kann also wirklich nichts passieren. Der hat schon gleich eine ganz andere Flamme als der S-Bit. Es ist auch unten blau, wie man hoffentlich sehen kann. Oben natürlich auch wieder die übliche gelbe Flamme. Also so ein Mittelding zwischen Jetflamme und normaler Flamme. Und die wird hier durch die Richtung dieser kleinen Düsen, wo die einzelnen blauen, also den Winkel der kleinen Düsen, wo die einzelnen blauen Flammen rausschlagen, in die Mitte zentriert, wodurch die Flamme relativ stabil ist, aber auch sehr windanfällig. Spiritus auch sehr windanfällig, nicht ganz so windanfällig wie S-Bit. Aber ihr seht, sobald es da richtig reinpustet, ist die Leistung quasi raus. Bei Windstille, eine Mordsflamme, toller Kocher. Ich mag den sehr, sehr, sehr gerne. Der ist nicht ganz, ganz billig. Der Klassiker ist dann der Trangia. Den gucken wir uns auch gleich noch an. Beziehungsweise dann nachher bei den unterschiedlichen Varianten und bei dem unterschiedlichen Geschirr. Und man kann den fast nicht auspusten. Was auch wieder schön ist, weil wenn es mal reinwindet, dann geht er wenigstens nicht gleich aus, sondern man muss ihn löschen, indem man ihn erstickt. Zum Beispiel mit dem Deckel von der Tasse, mit der Rückseite von der Tasse, mit der Rückseite vom Topf, irgendwie sowas in der Richtung. Und dann ist er aber auch sehr schnell eben entsprechend aus. Achtung, Spiritus noch heiß, wichtig, wichtig. Und der kühlt dann aber auch relativ schnell ab. So, das war ein Beispiel für den Spiritus bzw. Alkoholkocher. Wir kommen zu den Details, nämlich Alkohol. Positiv, billigster Brennstoff mit Abstand, also in Deutschland, ne? Nicht im Ausland, da mag das anders aussehen, aber in Deutschland mit Abstand billigster Brennstoff, ist wahrscheinlich das umweltfreundlichste, was wir haben an Brennstoff, insbesondere weil man noch die Option hat, Bioethanol zu verwenden. Und Bioethanol kann man ja theoretisch dann einen CO2-neutralen Kocher zustande kriegen, mit den entsprechenden Nachteilen, die bei zweifelhafter Herkunft von Bioethanol halt eben noch entsprechend dazukommen. Im Grunde könnte man sich sogar selber destillieren, wenn man das dann wollte. Aus irgendwelcher Pflanzenmasse, die Zellulose enthält, kann man im Grunde ein bisschen Bioethanol rausdestillieren. Also Potenzial zur Umweltverträglichkeit definitiv gegeben. Haben wir tatsächlich Bioethanol statt Standard-Spiritus oder Reinigungsalkohol oder sonst was im Brenner, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn uns der mal auskippt und ein paar Tropfen in die Umwelt gelangen. Bei allen anderen Brennstoffen hier, die sind umweltgiftig. Alle. Ausnahmslos. Gas hat den Vorteil, dass es nicht in die Umwelt gelangen kann, weil es sobald es aus der Kartusche austritt, vergast. Ist also so gesehen kein Problem. Alle anderen dürfen auf keinen Fall, wenn man es irgendwie vermeiden kann, also sie dürfen eigentlich nicht, sie dürfen wirklich nicht, man sollte es auf jeden Fall irgendwie vermeiden, nicht in die Umwelt gelangen, weil sie Gewässer giftig sind, Mikroorganismen killen und für jeden anderen auch nicht gesund sind.
Einzig der gute Alkohol, der kann biologisch abgebaut werden. Die anderen Sachen auch irgendwann mal, nach vielen, vielen, vielen tausend Jahren gefühlt, aber der Alkohol, das geht relativ gut. Muss man jetzt nicht in den Wald kippen, ganz bestimmt nicht, sollte man auch nicht in den Wald kippen, aber wenn mal ein paar Tropfen daneben gehen, dann muss man auch nicht zum Schrein der heiligen Waldgötter pilgern und um Vergebung bitten. So ungefähr auf diesem Niveau. Ist sehr, 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 sehr leicht, weil der Kocher ist halt wirklich ultra leicht, der dazu gehört. Und mehr als den Kocher, dann braucht man noch eine kleine Flasche, wo man seinen Spiritus reinmacht und das ist das ganze System. Man kann dann natürlich noch einen Topfständer für den Kocher mitschleppen, der ist dann auch meistens relativ leicht, wobei der hier wiegt schon 20 Gramm, habe ich inzwischen rausgefunden, oder sogar 30 Gramm. Jetzt braucht man noch einen leichteren. damit kommt man auf ein sehr leichtes Gesamtsystem und dadurch, dass eine Gaskartusche ein hohes Eigengewicht hat, ist man bei einer Tour, die nur wenige Tage dauert, aufgrund des super geringen Eigengewichts des Kochers und der zwar höheren Menge an Spiritus, die man so braucht, da ist man beim leichtesten System überhaupt mit Spiritus. Ne? Ausgenommen vielleicht im Winter, weil dann der Brennstoffverbrauch so enorm hoch ist, dass sich Spiritus hinten vorne nicht lohnt. Kommen wir gleich zu. Also ultraleicht bis 4 Tage ungefähr. Mache ich noch mal ausführlich. Das Ding ist leise, geruchslos, verbrennt potenziell ohne Schadstoffe. Also habe ich ja schon gesagt, das Einzige, was dabei rausdampft bei der Verbrennung, ist CO2 und Wasser. Und deshalb auch problemlos in Gebäuden, auch wenn die Gebäude nicht so ultimativ gut gelüftet sind. Also einen Spirituskocher kann man fast wie eine Kerze sozusagen verwenden. Irgendwann gibt da auch mal pro ganz, ganz viele CO2s und Wassers mal ein Kohlenmonoxid vielleicht ab. Und es hängt natürlich noch ein bisschen davon ab, was dem Spiritus genau zugesetzt wurde. Aber da muss man schon sehr viel Spiritus in einem sehr schlecht belüfteten Raum entsprechend verheizen, dass da irgendeine Gefahr besteht für Leib und Leben. Dass es das auch als Bioethanol gibt, hatte ich schon erwähnt. Dann universell verwendbar, also das ist Esbit natürlich auch, man kann Esbit auch einfach als Zunder fürs Feuer, Lagerfeuer verwenden. Das geht mit Spiritus theoretisch schon, dann hat man aber eine krasse Stichflamme und das wiederum ist ein bisschen nicht zu empfehlen. Was man allerdings mit Spiritus noch gut machen kann, ist ihn ein wenig verdünnen und einfach als Desinfektionsmittel verwenden. Für WC-Sitze, wer das braucht, für Hände, wer das braucht, für irgendwas anderes, was man gerne steril, wenig Keime dran haben möchte. Als Survival-Zusatz nutzen sozusagen. Die Kocher sind super, super, super klein und leicht und das Schöne ist, man kann sich die auch selber bauen, aus irgendwelchen Bierdosen. Dazu gibt es auf YouTube gefühlte 6 Milliarden verschiedene Videos, wie man den optimalen Eigenbau-Spiritusbrenner, zum Teil richtig effiziente Dinger, die da zusammenbasteln, bauen kann. Von den Flüssigbrennstoffen ist Spiritus derjenige, der sich am ehesten in einer stinknormalen, ganz leichten Plastikflasche transportieren lässt. Man kann den auch in einer stinknormalen PET-Flasche durch die Landschaft karchen. Wenn es ausläuft, gut, dann stinkt dein Rucksack nach Spiritus. Es ist ja im Regelfall keine Zündquelle in der Gegend. Deswegen finde ich, das Risiko ist vertretbar, dass man das wirklich so macht. Andere Leute sagen, ich brauche extra eine Sicherheitsflasche, ich will eine Sicherheitsflasche haben, das ist mir sonst zu gefährlich. Aber es geht zumindest potenziell, ihn in einer ganz einfachen, dünnen, leichten PET-Flasche zu transportieren. Das würde ich mit Benzin sehr, 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 sehr ungern, sage ich jetzt mal, machen. Also vielleicht mal für eine kurze Strecke so als Notlösung. Bei Benzin gibt es solche Flaschen hier. Das ist dann halt schon ziemlich massiv, aber dafür kann dann auch nichts passieren mit so einem Druckbehälter. Also das ist ein Vorteil. Spiritus hat einen sehr hohen Wirkungsgrad, wenn auch eine sehr geringe Leistung. Das wäre dann wiederum der Nachteil. Wir haben hier nur 27 Kilojoule pro Gramm. Nochmal zum Vergleich, Esbit hatte 33, Benzin 44, Gas sowas 45, 46, soll auch Mischungen mit 47 geben, irgendwie sowas. Also unser schwächster Brennstoff, dafür aber mit dem wahrscheinlich höchsten Wirkungsgrad. Warum? Wie kommt das zustande? Naja, wir haben ja einen Topf, ne? Und jetzt haben wir da drunter irgendwas, was Hitze abgibt. Wenn wir unter unseren Topf jetzt gleich den Benziner drunter stellen, der mit 3000 Watt oder was weiß ich was heizt, dann natürlich wird der Topf dann schnell heiß, aber von den 3000 Watt, die da unten ankommen, kann der Topf nicht alle 3000 Watt aufnehmen. Und wahrscheinlich gehen, na ich sag jetzt mal, 2000 Watt daneben, einfach um mal irgendeine Zahl zu nennen.
Und damit haben wir dann eine Effizienz von gerade mal ein Drittel der Energie, die der Kocher abgibt, die unser Topf und damit unser Wasser überhaupt zum Heißwerden quasi verwenden kann. Bei Spiritus, einfach aufgrund dessen, dass die abgegebene Energie relativ niedrig ist und die Geschwindigkeit, mit der das Ding Energie rausbollert, relativ gering ist, ist unser Topf eher in der Lage, einen großen Teil der Energie, die unten ankommt, in der Zeit, wie sie am Topf verbleibt, aufzunehmen, als das halt bei Benzin beispielsweise der Fall ist. Und das macht Spiritus... Ja, deswegen braucht man viel weniger Spiritus zum Wasser erhitzen, als man denken würde, dass man brauchen würde, wenn man vorher sich nur Benzin angeguckt hat und weiß, wie viel Benzin man braucht im Vergleich. Also Spiritus hat sicher einen Wirkungsgrad von 45%, 50%, 60%, je nach Kocher. Bei Benzin, auch wenn wir den Kocher relativ niedrig einstellen, wenn man da 40% Wirkungsgrad hinkriegen, dann ist immer gut. So nach meinen persönlichen Berechnungen, persönlichen Experimenten. Nichtsdestotrotz gleicht sich das wieder aus, weil Benzin ja viel mehr Leistung, viel mehr Heizwert pro Brennstoff eben entsprechend hat. Es hängt immer sehr schwer davon ab. Außerdem... Der hohe Wirkungsgrad ist ganz miserabel, wenn es kalt wird. Das ist nämlich ein Nachteil, zu dem kommen wir jetzt. Nachteile, flüssig, hochentzündlich und kann auslaufen. Also quasi alles, was bei Aspet ein Vorteil ist, ist hier ein Nachteil. Das Einzige, was mit Spiritus selten mal passieren wird, ist, dass es explodiert. Das kann wiederum Benzin, insbesondere wenn es unter Druck steht, oder Gas. Aber hochentzündlich ist es. Und wenn wir wieder unser Beispiel mit dem Firesteel machen, sagt's. Und da mal einen Funken reinfliegen lassen, dann werden wir feststellen, man kann Spiritus relativ problemlos auch mit einem, wenn er denn reinfällt, na, das war noch nichts, aber es kann, ja, jetzt, ne, es kann auch mit einem Funken aus dem Firesteel entsprechend gezündet werden. Lösch. So. Schön zur Bedienung, einfache Bedienung, einfaches Entzünden, aber potenziell gefährlich. Den Sicherheitsaspekt wirklich sollte man nicht völlig aus den Augen verlieren. Geringer Heizwert als Nachteil per se ist so. Im Winter kannst du es vergessen. Weil dadurch, dass das Ding so einen geringen Heizwert hat und ein heiß werdender Topf ja an die Umgebung auch immer wieder weiter Wärme abgibt, kann es mal passieren, dass irgendwann die Wärme, die vom Spiritus unten ankommt, im gleichen Ausmaß wieder an die Umgebung abgegeben wird. Denn das ist umso krasser, je kälter es draußen ist. Desto schneller wird halt Wärme von einem heißen Gegenstand sozusagen abgezogen in die Umgebung. Das ist jetzt alles wieder nicht physikalisch korrekt und der Physiker möge mich schelten. Aber in der Sache stimmt's, glaube ich, irgendwie so ungefähr. Also zumindest... Wenn es darum geht, Wasser heiß zu machen, ist es im Ende so, dass wir einfach im Winter mit Spiritus nicht vorwärts kommen. Ein Beispiel, bei 12 Grad Außentemperatur habe ich 16 Gramm Spiritus mit dem Torx, also dem Brenner, den wir gerade gesehen haben. Warum wedel ich mit einem Messer vor der Kamera rum? Will ich euch Angst machen? Ja. habe ich 16 Gramm für einen Liter zum Kochen bringen gebraucht, bei 12 Grad. Bei 3 Grad Außentemperatur habe ich 26 Gramm pro Liter, also nicht ganz das Doppelte, aber fast, gebraucht, um einen Liter Wasser zum Kochen zu bringen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr macht das Ganze bei minus 10. Das könnt ihr vergessen, das geht nicht. Dann braucht ihr einen Liter von Liter, so ungefähr. Nicht ganz, aber das geht einfach nicht. Und da ist dann Schluss. Auch wenn man Spiritus mit diversen Tüfteleien bei niedrigen Temperaturen noch angezündet bekommt, der zündet nämlich auch nicht, wenn er unter einer gewissen Temperatur ist, man muss dann vorher den Kocher entweder von unten mit dem Feuerzeug heiß machen, also quasi so, ne? Oder man steckt die Spiritusflasche vorher in die Hosentasche und wärmt sie einfach mit der Körperwärme eine halbe Stunde, wenn man anfängt, das Lager aufzubauen, bis man dann Essen machen bereit ist und so weiter, ist der Spiritus auch warm. Im Grunde kein Problem, aber die Effizienz ist dann halt einfach so gering. Das kann man mal machen, weil man mal 2 Tage im Wald ist. Dann ist das überhaupt kein Problem, gar kein Thema. Kann man auch mal für 3 oder 4 Tage noch machen. Kann man nicht mehr machen, wenn man 14 Tage auf Trekkingtour geht.
Grundsätzlich ist Spiritus aber für lange Trekkingtouren auch geeignet, sofern sie halt abseits kalter Gefilde stattfinden. Wenn die Tour aber sehr, sehr, sehr lang wird, aufgrund der geringen Leistung pro Gramm Spiritus, wird Gas irgendwann effizienter. Aber dazu kommen wir dann nochmal. Ein weiterer Plus- bzw. Minuspunkt ist, man kriegt im Ausland Spiritus, das geht. Oder zumindest Reinigungsalkohol oder irgend so ein Derivat davon. Ethanol halt in hoher Konzentration. Auch ohne, dass es gleich Strohrum 80 sein muss. Aber man kriegt es längst nicht überall. In Skandinavien beispielsweise kein Problem, in Schottland kein Problem. Allerdings ist es in Schottland sehr, sehr, sehr teuer, in Skandinavien nur noch relativ erschwinglich. Wirklich billig ist das Zeug eigentlich nur bei uns. Also ich kenne jetzt spontan kein anderes Land sagen, wo der einfach super, super billig ist. Ne? Weil es ist halt Alkohol, manchmal ist die Alkoholsteuer dann halt eben sogar auch noch eben mit drauf. Für euch noch interessant, die Kochzeiten, die man mit Spiritus so erreichen kann, für einen Liter, wohlgemerkt, von einem halben Liter entsprechend viel kürzer, liegen so bei 10 Minuten, bei absoluter Windstille, bei 12 Grad Außentemperatur. Und bei 15 Minuten plus ein bisschen was gegebenenfalls, beziehungsweise viel länger, wenn es dann noch kälter wird, bei etwa 3 Grad Außentemperatur. Und noch viel kälter, habe ich ja schon jetzt 5-mal gesagt, da geht es dann halt irgendwann nicht mehr. Wir kommen zu Gas. Ein Beispiel für einen Gaskocher, dieses Ding hier. Kippt man am besten mal um, dann fallen die Ärmchen runter, dann muss man die Ärmchen noch bisschen festmachen und dann wieder umdrehen und dann schraubt man das ganze Teil auf eine Gaskartusche. Das hier ist zum Beispiel die kleine. Es gibt 100 Gramm Kartuschen, es gibt 220 Gramm Kartuschen, 440 Gramm Kartuschen. Letztere ist dann ziemlich groß und das sind halt die sind halt praktisch, weil sie relativ einfach zu verstauen sind und das Packmaß vom Kocher damit insgesamt ziemlich gering ist. Ne? In der Kartusche ist das Gas drin und jetzt muss man nur noch Folgendes machen. Aufdrehen und anzünden. Und fertig. Tada! Also Popel einfach, relativ sicher, weil kann auch nicht auslaufen. Es gibt zwar eine Stichflamme, wenn man das macht, weil das Gas ist ja flüssig und gießt dann auch in den Kocher raus, verbrennt aber sofort. Also es kann eigentlich nichts tropfen. Wenn der also umfällt, hat man eine ganz gute Chance, dass er mit dem Topfhalter, insbesondere wenn es ein größerer Kocher ist als mein Mini-Kocher hier, dass er mit dem Topfhalter irgendwo so auf dem Boden liegt, dass er ein bisschen Vegetation ansenkt, aber nicht gleich eine riesige Pfütze brennende Flüssigkeit hinterlässt. Und wie kriegt man ihn wieder aus? So. Aber er macht Geräusche, wie wir gesehen haben. Das kurz zum Kocher selber. Wir kommen wieder zu den Details. Das Ding, Gaskocher sind quasi die Königsklasse. Für die meisten Touren wird der Gaskocher das komfortabelste, einfachste, tollste und sicherste sein. Einziger Haken ist so ein bisschen diese Konstruktion mit dem Kocher obendrauf, mit dem Topfständer obendrauf, führt halt dazu, dass das insgesamt eine etwas wackelige Geschichte ist. Man kann sich allerdings noch so Füße kaufen, die man unten an die Kartusche dran schrauben kann, dann steht es nochmal ein bisschen sicherer. Und selbstverständlich ist dieser kleine Kocher nur für kleine Töpfe gedacht. Den hier, den ich jetzt drauf habe, das ist jetzt schon fast schon zu groß. Ne? Eigentlich ist das eher was für Tassengröße. Gut, bester Heizwert. Hervorragender Wirkungsgrad, liegt irgendwo zwischen Spiritus und Benzin, also eher bei Spiritus, weniger bei Benzin. Wenn man den Kocher noch ein bisschen runterdreht und auf kleiner Flamme entsprechend verwendet, ist der Wirkungsgrad besonders hoch. Dreht man ihn deutlich höher auf und macht so richtig Power, ist der Wirkungsgrad ungefähr da, wo Benzin ist. Bei Benzin gilt natürlich auch, wenn man nur ganz geringfügig aufdreht und auf kleinster Flamme arbeitet, hat man auch einen eher höheren Wirkungsgrad. Aber Spiritus hat den hohen Wirkungsgrad quasi schon mit eingebaut. Einfache Handhabung, super einfache Handhabung. Das Ding ist sauber, rußt eigentlich gar nicht. Man macht sich auch die Töpfe nicht dreckig, hinterlässt keinen sonstigen sichtbaren Dreck, ist einfach eine super saubere Angelegenheit. Selbst wenn man schafft, sich Flüssiggas auf die Hand zu kippen, verdampft es in dem Moment, wo man es auf der Hand kriegt und merkt, da ist eine feuchte Flüssigkeit und da ist er schon weg. Also wirklich eine sehr, sehr, sehr saubere Angelegenheit. Dass das Zeug riecht, liegt daran, dass man noch Geruchstoff beigemischt hat, dem Gas, damit du ein Gasleck bemerkst und es merkst, wenn Gas ausströmst. Dann kannst du es nämlich riechen entsprechend. Eigentlich ist Propan, Butan, Isobutan, die entsprechenden verwendeten Gase, die in den Kartuschen zum Einsatz kommen, völlig geruchslos.
Sicher im Transport und in der Anwendung, solange man nicht wirklich krass was falsch macht. Auf den Kartuschen selber steht schon ein Haufen Warnhinweise. Achtung, Druckbehälter, kann explodieren und so weiter und so fort. Das ist auch ein Nachteil. Kann tatsächlich explodieren. Um das allerdings zu schaffen, muss man sich schon unglaublich dämlich anstellen. Gaskartuschen heutzutage sind sehr sicher. Und von der Sicherheit her wirklich kein Vergleich zu einer PET-Flasche mit Spiritus. Die ist viel gefährlicher. Deswegen würde ich schon sagen, ein sehr sicherer Kocher. Und wie gesagt, wenn man ihn umkippt, dann senkt er die Vegetation an und erzeugt keine Pfütze brennendes Material. Ne? Einfachste Handhabung, habe ich schon gesagt. Tolle Regulierbarkeit durch dieses Drehdingelchen, was eben auch dafür sorgt, dass man auf den Dingern schlicht und ergreifend gut kochen kann. Leckere Speisen, wo man halt ein bisschen regulieren muss. Mal brauchst du viel Hitze, mal brauchst du wenig Hitze und das funktioniert halt auf dem Gaskocher noch am besten. Das können Benzinkocher auch und auch ein Spirituskocher kann in gewisser Weise reguliert werden. Manche, der Torx jetzt nicht. Aber so gut wie auf dem Gaskocher habe ich das noch nirgendwo sonst gesehen. Um mal das Fazit vorwegzunehmen, Gaskocher sind für die allermeisten Trekkingtouren mit Abstand das beste System. Also sicherlich für 80% der Trekkingtouren, die so gemacht werden. Wenn sie ein bisschen länger sind. Sind sie noch kürzer, dann wie gesagt, Spiritus einfach vom Gewicht her. Spiritus ist allerdings in der Handhabung und in der Sicherheit nicht so gut wie Gas, deswegen der Gewichtsunterschied ist meistens auch nicht so groß. Und wenn es auf einem auf 20, 30, 40, 50 Gramm nicht ankommt, dann würde ich schon sagen, ist Gas eigentlich für jede Tour potenziell erstmal zu empfehlen. Außer es wird irgendwie krass. Dann kommt Benzin zum Einsatz oder man will super, super leicht sein oder hat Freude an Spiritus, dann kommt Spiritus zum Einsatz. So kann man das grob mal zusammenfassen, um das mal vorwegzunehmen. Großer Nachteil vom Gaskocher ist die Kartusche. Weil die Kartusche, die muss man auch dann noch mitschleppen als ganze Kartusche und sie wiegt auch dann noch ihr Leergewicht von 90 Gramm, wenn da nur noch 10 Gramm Gas drin sind. Dann schleppt man 90 Gramm Verpackung für 10 Gramm Inhalt, weil man Gaskartuschen eben nicht halbieren kann oder die Hälfte davon weglegen kann oder sonst wie. Außerdem, wenn man eine lange Tour plant, muss man halt viele Gaskartuschen mitnehmen. Und das wird dann fatal und dann ist ein Gaskocher auch nicht mehr so sinnvoll, beziehungsweise meistens schon noch, aber irgendwann nicht mehr, wenn man eine ganz lange Tour in der Wildnis macht. Und zwar wirklich in der Wildnis. Wildnis. Nicht Wildnis nach 2 Wochen kommt ein Mülleimer, sondern Wildnis nach 2 Wochen kommt Wildnis. Und nach 3 Wochen ist immer noch Wildnis. Und nach 4 Wochen immer noch. Und dann kommt vielleicht mal ein Mülleimer. Und ein öffentliches Klo. Und das war's. Und dann geht wieder Wildnis. Solche Touren meine ich. Aber wer macht das schon? Deswegen, in den meisten Touren wird man schon eine Möglichkeit haben, leere Gaskartuschen dann irgendwann mal zu entsorgen. Aber die Kartusche ist halt, oder man hat 2 Kartuschen daheim rumliegen. In der einen sind noch 20 Gramm Gas. Man möchte eine Tour machen, für die man schätzt, dass man 40 Gramm Gas braucht. Dann muss man noch eine zweite 100 Gramm Kartusche mitnehmen, die nochmal 90 Gramm Eigengewicht hat und voll ist, weil die nicht mehr reicht. Oder man nimmt halt gleich eine neue, frische, volle mit und dann hat man irgendwann 6.000 angefangene Kartuschen zu Hause rumstehen. Das sind so Dinge, da muss man sich mit auseinandersetzen, wenn man halt viel mit Gaskochern unterwegs ist. Mich persönlich stört das sehr, aber die Vorteile von dem System sind entsprechend vorhanden. Weiterhin großer anderer Nachteil, der eigentlich wieder auf der Kartusche basiert, ist die Temperaturabhängigkeit. Weil das Gas, was hier drin ist, ist ja flüssig und wenn du die Gaskartusche aufdrehst, strömt es aus, weil da drin Druck herrscht. Und wird sofort gasförmig und kann verbrannt werden, weil es einen Siedepunkt von minus 1 Grad hat. Oder minus 0,5. Je nachdem, was für ein Gas da drin ist. Man braucht spezielle Winterkartuschen, die eine Gasmischung haben, deren Siedepunkt im Bereich von minus 10 oder gar minus 20 oder sonst was liegt, damit das Zeug auch im Winter funktioniert. Alternativ kann man sich auch für normale Gaskartuschen, die dann nicht so teuer sind, für den Winterbetrieb einen Gaskocher zulegen, der nicht oben drauf gesetzt wird, sondern bei dem man die Kartusche über einen Schlauch extern festmacht. Ne? Also das sieht der Kocher, sieht aus wie jeder andere Kocher auch und da stellt man dann halt sein Töpflein drauf und kann da kochen und so weiter und so fort, alles gut. Aber man kann dieses Kabel hier oben auf die Kartusche schrauben und das Ganze dann umdrehen. Zeige ich euch schnell.
Kartusche, Kabel. Es entweicht, immer wenn man das draufschraubt, bei diesen Schraubkartuschen entweicht leider ein ganz kleines bisschen Gas. Deshalb möglichst schnell schrauben, damit möglichst wenig entweicht. Und jetzt kann ich das so verwenden. Ne? Heißt, mein Flüssiggas, notfalls kann ich das oben auf den Stein legen. Geht auch. Hat ja ein schön langes Kabel. Und da habe ich sogar noch ein bisschen Schwerkrafthilfe, dass mein Flüssiggas in jedem Fall in den Kocher läuft. Auch wenn es da als Flüssigkeit ankommt und nicht sowieso schon gasförmig, sobald es eben die Kartusche verlässt. Und damit kann man auch mit einem Gas, das eigentlich einen nicht so niedrigen Siedepunkt hat, trotzdem im Winter ganz gut kochen mit so einem System. Ja? Also viele Leute sagen, das ist überhaupt kein Problem. Wenn es extrem kalt wird, geht es irgendwann nicht mehr. Extrem kalt meinst du irgendwas unter minus 20. Bis dahin kannst du mit Gas noch arbeiten. Ob du das musst, ob du das willst, ist eine andere Frage. Ich würde sagen, ab minus 10 ist Benzin effizienter. Aber gehen tut's noch. Gehen tut's noch. Und man kann auch darunter noch, indem man die Gaskartusche in heißes Wasser stellt und so weiter und so fort, auch noch Gas benutzen. Irgendwann wird's mir sehe ich es nicht mehr ein und frage mich, wozu soll das gut sein, wenn es doch Benzinkocher gibt. Und jemand, der bei minus 20 noch draußen ist, der weiß das und der ist kein Anfänger mehr und dem traue ich einfach zu, dass er dann entsprechende Ausrüstung besitzt. Übrigens, Gaskocher haben auch oft eine Piezo-Zündung. Das ist dieses Ding hier, dieser rote Knopf. Wenn man da drauf drückt, dann gibt es hier ein blaues Flämmlein, was wie so ein Blitz von diesem Draht, ich hoffe, man hat es irgendwann mal gesehen. Ich kann das auf dem Display nicht erkennen, was dann hier dann eben dazu dienen soll, das Ganze anzuzünden, ohne dass man ein Streichholz braucht. Und das testen wir kurz, indem wir das Ding da drauf stellen. Die Kamera runter machen. Hier aufdrehen. Und ja. Ja, also man muss jetzt manchmal ein paar Mal drücken, aber dann geht's auch. Und ihr seht, der hier hat jetzt enorm Power, der ist auch für große Töpfe. Und dann wird das sehr schnell heiß, entsprechend hoch ist der Gasverbrauch pro Zeit. Und deswegen mache ich ganz schnell wieder aus, weil Gas ist teuer. Aber beeindruckend ist der, ne? Also ich finde ihn schon sehr beeindruckend in der Anwendung. Gas macht Lärm, das ist ein Nachteil. Gas macht Lärm. Benzin auch. Die beiden. Benzin, also Benzin oder Petroleum oder Kerosin oder was auch immer. Das macht Lärm, genauso wie Gas. Weiterhin, was muss man noch zu Gas sagen? Vergleichsweise teuer. Im Ausland erst recht. Da wird er dann richtig teuer, wenn man irgendwo im Nirgendwo die drei Gaskartuschen kaufen möchte, die es da gibt. Dann kannst du da locker mal 30 Euro pro Kartusche ausgeben. Es gibt wirklich überlieferte Fälle, da hat eine Gaskartusche, eine 100 Gramm Kartusche wohlgemerkt, 20 Euro gekostet, umgerechnet. Also da kann man seinen Urlaub günstiger gestalten, sage ich jetzt mal vorsichtig. Außerdem schlechte Verfügbarkeit im Ausland. Je nachdem, wo man hingeht, gibt es da einfach keine Gaskartuschen. Ganz einfach. Also wenn du in die Mongolei willst, um da dann auf Trekkingtour zu gehen, die Chance, dass du da am Flughafen schnell noch ein paar Gaskartuschen kaufen kannst, weiß ich nicht. Würde ich jetzt potenziell sagen, möchte ich mich nicht drauf verlassen. Oder ich, der ich nach Grönland möchte, möchte mich auch nicht drauf verlassen, dass da gerade noch Gaskartuschen verfügbar sind. Grundsätzlich weiß ich, dass es da welche gibt. Das habe ich recherchieren können. Aber gibt es da auch dann noch welche, wenn die Saison schon eine Weile dauert, wenn schon viele andere Leute gegebenenfalls in Grönland gewesen sind, gibt es auch dann noch Gaskartuschen, die man dann nur so zu dem entsprechenden Flughafen bringen kann, weil sie ja in kein Flugzeug dürfen, dass man im Winter mit dem Schneemobil hingeheizt kommt. Und wenn der Sommer schon lang ist, ist der Winter noch ein Stückchen hin und dann sind die Gaskartuschen gegebenenfalls alle. Und was hast du dann, wenn du mit einem Gaskocher angereist bist? Genau, ein Problem. Das ist für viele Regionen völlig egal. Das kann ein großes Problem sein. Das muss man einfach wissen. Es kann. Wenn es das nicht ist, dann ist es keins. Aber wenn es eins ist, dann ist es unüberwindbar. Sprechen wir über die Effizienzen. Der kleine Gaskocher hier, dieser da, der braucht
zwischen 9 und 13, zwischen 9 und 12 Gramm Gas pro Liter heißes Wasser und das bei 3 Grad Außentemperatur. Also das ist eigentlich ja schon die Belastungsgrenze vom Gaskocher. Das hat da noch wunderbar funktioniert, bei einer zugegebenerweise noch recht vollen Kartusche, nicht mehr randvoll, noch recht voll, so etwa 75% gefüllt. Die Leistung von den Kartuschen, also vom Kocher, nimmt ab, je leerer die Kartusche wird, weil immer weniger Druck drauf ist, ne? Das ist ja klar. 9 bis 11 Gramm bis 12 Gramm ist schon sehr, 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 sehr gut. Ne? Und dazu wiegt dieser Kocher hier lächerliche 26, irgendwas Gramm. Ah, Gas ist einfach extrem effizient, muss man halt so sagen. Nochmal zum Vergleich, Spiritus bei den Temperaturen 26 Gramm. Also fast schon, ja, das Dreifache will ich nicht sagen, aber fast schon das Dreifache. Das ist schon, da hat man schnell die Effizienz wieder drin. Auch wenn die Gaskartusche selber eben 90 Gramm Eigengewicht hat. Beziehungsweise größere Gaskartuschen haben mehr Eigengewicht. Da ist aber Eigengewicht pro Inhalt besser, das Verhältnis. Beispiel, die 220 Gramm Gaskartusche wiegt im Regelfall so 130 bis 140 bis 150 Gramm. Ist aber damit wenigstens nicht 90% von dem Gewicht, was drin ist. Ne? Also 90 Gramm Kartusche bei 100 Gramm Inhalt ist ja eine Katastrophe. Da schleppst du ja nochmal 90% vom Gewicht als Verpackung mit. Jetzt, da muss man noch sagen, was gibt es noch für alternative Gaskochersysteme? Gezeigt habe ich euch eben die kleinen Draufschraubkocher, die gibt es auch noch in groß, klar. Gezeigt habe ich euch den externen Kartuschenkocher. Und dann gibt es noch, finde ich erwähnenswert, das Jetboil-System. Da ist Kocher, Windschutz, Neoprenhülle für Topf und Deckel und so weiter und so fort alles in einem System zusammengewurschtelt. Das Ding habe ich nicht, das ist auch vergleichsweise teuer. Das erreicht laut Herstellerangaben 4 Gramm Verbrauch für 500 Milliliter. Wenn man also zweimal 500 Milliliter macht und in den Topf passt auch nicht viel mehr rein, das ist auch so ein bisschen ein Nachteil. Also bis maximal 800 Milliliter kann man da wohl reinkriegen, dann läuft aber wohl auch schon halber über. Dann hat man halt 8 Gramm pro Liter quasi, wenn man zweimal 500 a 4 Gramm macht. Und das Ganze passiert in 3 Minuten pro Kochvorgang. Nochmal hier, dieser da, zeittechnisch braucht der so etwas zwischen 5 und 7 Minuten. Wieder bei 3 Gramm wohlgemerkt. Und wie kommt der Unterschied zustande? Indem man entweder einen normalen Topf nimmt, sowas hier, oder sowas hier mit Energietauscherboden, zeige ich euch nachher noch, wollte ich nur kurz gesagt haben. Heißt, der Jetboil wäre, wenn man auf einen Liter kommt, 1 Gramm effizienter als dieses Ding mit diesem Kessel. Preisunterschied weiß ich nicht genau, weil der hier kostet so um die 15 Euro, den gibt es teilweise sogar vielleicht noch billiger. Der Kessel, habe ich keine Ahnung, was der kostet, den haben wir auch geschenkt bekommen. Privatgeschenk, nicht Werbung. Und damit bin ich mir aber ziemlich sicher, dass man deutlich günstiger ist als mit dem Jetboil. Den gibt es so ab grob 80, 90 Euro aufwärts bis zu 120 oder irgendwie sowas. Also durchschnittlich 100, kann man sicherlich sagen. Mich machen die gar nicht an, diese Jetboil-Dinger, will ich nicht haben. Gibt es aber und wollte ich einfach mal der Vollständigkeit halber nennen. Viel mehr als Wasser kochen kann der halt nicht. Aber da kann man sich streiten. Deswegen habe ich den jetzt kurz noch erwähnt. Und jetzt machen wir weiter und wir kommen zum Benzin. Benzin. Ein Benzinkocher sieht ganz ähnlich aus wie hier der Gaskocher mit Strippe, weil es ein ähnliches System mit dem Unterschied, dass hinten an der Strippe halt diese Benzinflasche hängt. Die stopft man dann da eben entsprechend rein und da man einen Benzinkocher vorheizen muss, eben hat das Teil sogar mal funktioniert, jetzt, muss man den erstmal anzünden, dann kommt er langsam erst auf Touren und erst wenn er das dann entsprechend ist, geht es da richtig los. Vorglühvorgang, das ist wichtig, das muss man wissen, dauert umso länger, je kälter die Außentemperatur, weil umso kälter ist natürlich entsprechend der Stahl vom Kocher und bis der sich mal so richtig schön aufgeheizt hat, und der ist auch Stahl, ne? Nix Titan, nix Alu, sondern wirklich Stahl, das
kann schon wirklich ein ganzes Weilchen dauern. Vor allen Dingen ist auch wichtig, dass er eben aus der Vorglühkralle, also diesem untersten Bauteil, diesem kleinen Tellerchen, entsprechend vorgeheizt wird, damit wirklich der komplette Bereich des Brenners vorgeheizt ist. Weil sonst hat man das Problem, dass man am Ende nur so rote Flammen bekommt und nicht diese Jetflammen, wie man sie bei Gas automatisch kriegt. Und wenn man dann hört, so ein gewisses zischendes Geräusch, dann kann man langsam mal richtig starten. So, langsam kommen die Jets. Jawohl. Gibt noch etwas Sprit. Und jetzt können wir Windschutz drauf machen. Und Kesselchen drauf. So, haben wir jetzt gesehen. Vorteil. Der wesentliche Vorteil. Benzin geht noch dann, wenn Gas nicht mehr geht. Und dann ist Benzin besser. Warum kann Gas nicht mehr gehen? Erstens, weil es zu kalt ist. Das kann dadurch sein, dass es einfach zu sehr Winter ist oder dass es zu sehr hoch ist. Also sprich ab 6000 Meter oder irgendwie sowas wird es mit Gas schwierig. Da gibt es auch irgendwelche Druckprobleme, habe ich mir sagen lassen. Weiß ich nicht genau, wie das funktioniert, aber irgendwelche Druckprobleme soll es da angeblich geben. Ich bin nicht auf 6000 Metern, ich kenne mich da nicht aus. Also wenn ihr das seid und das ergänzen wollt, bitte gerne, da wäre ich sehr gespannt. Dann, wie gesagt, wenn es sehr, sehr kalt wird, wir haben ja gesagt, bei Gas sinnvolle Untergrenze minus 20, eigentlich minus 10 würde ich sagen, aber spätestens bei minus 20 ist dann irgendwo Sense. Und für große Gruppen, weil ein Benzinkocher hat aufgrund der Tatsache, dass die einfach von der Bauart her relativ viel Düse haben, der komplette Ring hier außen, das sind alles Düsen, die geben relativ viel Brennstoff pro Zeit ab und kommen damit auf sehr hohe Wattzahlen, irgendwie 2500, 3000, irgendwie sowas um den Dreh gibt es da, es gibt auch welche mit 3500, glaube ich. Und damit kriegt man auch große Töpfe mit viel Wasser relativ schnell heiß. Und relativ schnell muss sein, weil wenn man ewig lang braucht, um einen großen Topf Wasser heiß zu machen, dann strahlt er so viel Energie nach außen ab, dass man ihn nie heiß bekommt. Deswegen dafür ist die Leistung dann auch notwendig. Die Leistung ist auch dann notwendig, wenn die Temperatur einfach so wahnsinnig niedrig ist, dass man mit einer kleinen Flamme mit wenig Power, auch durch die Abstrahlung vom Topf selber, den nie heiß bekommt. Das ist also quasi so ein bisschen die Physik dahinter, weshalb die Power haben müssen, die guten Benzin- und Mehrstoffkocher. Und der andere Fall, der letzte Fall, wo der Gaskocher quasi versagt ist, man kriegt keine Kartuschen. Man will irgendwo hinfliegen und da gibt es keine Kartuschen, Punkt. Was gibt es da aber trotzdem? Benzin oder zumindest Diesel. Alle Benzinkocher sind in gewisser Weise Mehrstoffkocher. Die arbeiten alle mit Benzin, Reinbenzin, also gereinigtem oder Waschbenzin oder auch Feuerzeugbenzin. Könnte man jetzt auch in den Kocher kippen. Habe ich für mein kleines Benzinfeuerzeug, aber könnte man genauso gut wirklich auch in den Kocher reinkippen. Und mindestens auch Feuerzeugbenzin, eben dieses, das kriegt man fast überall auf der Welt, auch in jeder Tankstelle. Ne? Weil überall gibt es Benzinfeuerzeuge. Zippo. Weltweit verfügbar. Oder zumindest die China-Version davon. Aber auch die arbeitet mit Benzin. Und ich glaube, auch das China-Benzin würde im Benzinkocher ganz gut entsprechend funktionieren. So. Deswegen eben die tolle Verfügbarkeit spielt schon eine wirklich, wirklich, wirklich große Rolle, weshalb man sich entscheidet dafür, mit dem Benzinkocher unterwegs zu sein. Außerdem verbrennt er noch Petroleum, Diesel, Kerosin, Tankstellenbenzin und jede andere Treibstoff, der in ein Auto gekippt werden kann. Also super E10, E5, super verbleit, theoretisch auch, wobei ich mir da nicht neben dem Feuer sitzen möchte, was dann entsteht, wenn man damit kocht. Gab es ja früher mal dieses super verbleit Zeug. Vielleicht kennen die ein oder anderen das gar nicht mehr, die etwas jüngeren Zuschauer.
Das geht alles. Und die ganz modernen Teile, die Omni-Fuel-Dinger, die haben auch zusätzlich noch eine Düse, einen Aufsatz, mit dem man sie auf eine Gaskartusche anschließen kann. Dann ist das quasi einfach so ein Kocher, der zusätzlich zum Gas eben auch noch genauso Benzin und so weiter und so fort verbrennen kann. Das ist natürlich ganz, ganz toll, sowas besitze ich aber nicht. Ich habe nur einen Kocher, der mit Benzin, Petroleum, Kerosin und Diesel arbeitet. Jo! Man muss fast 200 Milliliter Benzin pro Tag pro Person rechnen für eine krasse Wintertour. Einfach weil man ja selbst zum Trinkwasser herstellen den Kocher benötigt. Also wenn du irgendwo am Berg bist bei 6000 Meter im Himalaya, hui, da musst du viel, viel, viel Benzin hochschleppen. So 200 bis 250 Milliliter pro Person und Tag eben. Puh, übel, gell? Habe ich neulich mal erst recherchiert. Deckt sich aber auch ganz gut mit meinen persönlichen Erfahrungen von meinen Testwintertouren, die ich nicht mit Kamera begleitet habe, weil ich noch nicht genau wusste, was ich tat. bald gibt es dann mal eine mit Kamera. Und da habe ich auch wahnsinnig viel Benzin rausgehauen. Ich hatte zwar auch genug dabei, aber puh, das ist schon übel. Das ist schon übel. Der Kocher ist reparierbar. Man kann das komplette Ding auseinandernehmen. Andererseits muss man natürlich sagen, das ist ein Vorteil, der dadurch entsteht, dass es auch den Nachteil gibt, dass der halt zurußt. Alle Brennstoffe, die man da verwenden kann, mit Ausnahme von Gas, rußen zumindest ein bisschen. Rein Benzin sehr wenig, Kerosin auch sehr wenig, aber ein bisschen. Und wenn man dann viele, viele, viele Liter Wasser damit heiß macht und viele, viele Liter Brennstoff dadurch haut durch den Kocher, dann ist der irgendwann dicht und dann muss man ihn auseinandernehmen und sauber machen, aber das geht zumindest. Grundsätzlich ist es damit möglich, dass ein Benzinkocher bis in alle Ewigkeit hält. Es gibt auch durchaus Leute, die haben welche, die sind uralt. Man muss allerdings dazu sagen, so ein System kann eigentlich auch nicht wirklich kaputt gehen, wenn man es nicht massiv kaputt haut. Ein Mini-Gaskocher, dadurch, dass Gas so gut wie gar nicht rußt, kann auch fast nicht kaputt gehen, und sollte es doch der Fall sein, dann sind die so klein und leicht, dass man einen zweiten als Reserve mitnehmen kann. Aber trotzdem finde ich es gut und wichtig, dass man den Gaskocher reparieren kann. Das ist, hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Das macht für mich einfach so noch sehr viel Spaß. Und ich warte meinen Kocher auch gerne. Ich habe da Freude dran, wenn ich den auseinanderbaue und wieder zusammentüftel. So ein bisschen wie Lego. Ja, Temperaturen empfinde ich, haben wir gesagt. Hohe Leistung, haben wir gesagt. Jetzt kommen wir an den Nachteilen. Die eher geringe Effizienz ist natürlich so ein Faktor. Was braucht man denn für einen Liter bei wieder unseren 3 Grad Referenztemperatur? Weil bei wärmer kann ja jeder. 16 bis 20 Gramm ungefähr. Durch den Vorglühvorgang geht halt jedes Mal, wenn man den Kocher anwirft, noch vergleichsweise viel Sprit verloren. Hat man einen großen, großen Kochvorgang, wo man mehrere Liter in Folge heiß macht, zum Beispiel eben zur Trinkwassergewinnung, wenn man mit der Gruppe unterwegs ist und so weiter, dann kommt man auf nochmal ein bisschen geringere Werte. Andererseits auch wieder höhere Werte, weil dann muss ja nur Schnee verfügbar sein, um Trinkwasser zu gewinnen. Dann ist es also noch kälter und wir haben wieder eine geringere Effizienz. Aber der Wert pro Liter wird besser, wenn man mehrere Liter hintereinander macht, wegen dieser Vorglühphase, die jedes Mal relativ viel Benzin verbraucht. Und wenn ich jetzt sage 16 bis 20 Gramm, dann ist da die Vorglühphase mit eingerechnet. So. Raucht, rußt, ist giftig und laut. Ja, das ist halt so. Hängt davon ab, was man reinkippt, insbesondere die Giftigkeit. Bei reinem Benzin auch giftig, aber nicht ganz so schlimm. Bei Kerosin ziemlich, ziemlich giftig, krebserregend und so weiter und so fort, weil Kerosin, da interessiert sich kein Mensch dafür, dass das möglichst ungiftig sein soll. Bei Petroleum rußt halt noch ein bisschen mehr, ist aber wenigstens nicht krebserregend. Und wenn du Diesel reinkippst, dann hast du von allem etwas. Also viel Ruß, viel Krebs, viel Dreck, viel, ja, ganz, ganz heiter dann doch, ja, sehr. Ein Nachteil ist selbstverständlich auch, dass das Vorheizen immer notwendig ist. Spiritus muss man vorheizen, wenn es ganz kalt wird. Benzin musst du immer vorheizen. Bei 30 Grad im Schatten musst du auch Benzin vorheizen, dann zwar nur sehr kurz, aber trotzdem musst du es vorheizen. Es geht halt sonst nicht. Brennstoffflasche steht unter Druck, zumindest während man sie verwendet. Manche Leute, so wie böse Leute, so böse, böse, unvorsichtige Leute wie ich, nehmen sie auch mit Druck gerne mal mit, damit sie weniger Arbeit haben, wenn sie das nächste Mal anschließen.
Ich versuche mir das immer abzugewöhnen, aber ganz ehrlich, kann mir nicht vorstellen, was da passieren soll. Das ist ein Druckbehälter, der ist ja dafür da. Und deswegen ist noch nie was passiert, wenn ich es unter Druck mitgenommen habe. Potenziell ist das aber ein Gefahrenrisiko, den ich einfach mal erwähnen wollte. Nur weil ich doof bin, heißt das ja nicht, dass ihr das auch sein müsst. Stichflammen sind möglich beim Vorheizen. Wenn man da irgendwie die Bedienung doof macht, dann kriegt man eine Stichflamme, die locker einen halben Meter hoch sein kann. Ganz locker einen halben Meter, auch 60, 70, 80 Zentimeter. Einen Meter habe ich auch schon gesehen. Das kann durchaus auch gefährlich sein. Ne? Also da sollte man niemanden dran lassen, der das, beziehungsweise wenn das jemand zum ersten Mal macht, dann sollte jemand, der es noch nicht zum ersten Mal macht, vielleicht nebendran hocken und dann ein bisschen Augen drauf haben, dass die Stichflamme wenigstens nicht allzu hoch wird. Kann also ganz böse ins Auge gehen, und wenn dann ewig viel Benzin austritt und wir haben so eine Stichflamme, dann ist natürlich die Chance, die komplette Umgebung abzufackeln, auch durchaus gegeben. Es sei denn, es ist jetzt tiefster Wind und alles besteht aus Schnee. Dann nicht. Deswegen kann man den auch überhaupt nicht im Zelt verwenden. Also wirklich gar nicht. Das wäre tödlich. Das, lass das sein. Gas im Zelt, ungern. Spiritus im Zelt, ungern. Esmit im Zelt, auch ungern. Aber alles drei geht, wenn es dann unbedingt sein muss. Ne, wirklich empfehlen kann man es nicht, aber viele machen es. Und ich auch, ehrlich gesagt, hin und wieder mal. Benzin im Zelt, keine Chance. Keine Chance. Bei Pisswetter musst du also draußen kochen, egal wie Pisswetter, weil du kannst nicht im Zelt. Auch ein großer Nachteil unter Umständen. Das ganze System ist schwer. Das ist vom reinen Systemgewicht und der Sicherheitsbrennstoffflasche aufgrund des vergleichsweise schweren Brenners aus Stahl, die Brennerleitung, die Pumpe in der Flasche und so weiter und so fort. Windschutz gehört dazu. Gut, den hat man bei den anderen Sachen auch. Eine extra Tasche für den Kocher wirst du brauchen, weil der ist so rußig, dass er sonst alles zurußt. Da kommst du dann locker auf 500 Gramm. Locker. Manche sind ein bisschen schwerer, manche schaffen vielleicht 450 oder 400 Gramm, aber viel leichter wird das Ganze dann nicht mehr. Es gibt inzwischen einen Titan-Brenner, der hat aber nicht nur gute Bewertungen. Ich liebe euch trotzdem mit dem Ding. Technische Entwicklung, vielleicht haben wir auch irgendwann mal einen, der nur 300 Gramm wiegt, kann ich mir nicht vorstellen. Also zumindest mit der Flasche, die Flasche wird nicht leichter. Die muss ja ein Druckbehälter, ist nach wie vor ein Druckbehälter, das wird nicht leichter, das geht nicht. Ultraleichter Druckbehälter klingt für mich grundsätzlich gefährlich. Weiß ich nicht, wie weit sich das runter reduzieren lässt, das Gewicht von Benzinkochern. Aber es bleibt das rein von der Systemmasse her schwerste System. Und es ist dann doch eher nur mäßig regulierbar. Also verglichen mit dem Gaskocher sind die Benziner ein bisschen störrischer, was die Regulierung angeht. Es gibt wiederum modernere als meiner. Meiner ist 12 Jahre alt. Und ja, da gibt es inzwischen wieder Besseres. Trotzdem bleibt die Regulierung nicht so fein und so mini Nuancenregulierung wie beim Gaskocher. Das wird es nie erreichen, vermutlich. Gut, jetzt machen wir Folgendes. Ein Schnitt. Und jetzt erzähle ich euch mal anhand einer kleinen Beispieltour, welches System man wann, wie, wo mitnehmen könnte. Nehmen wir mal an, wir machen eine Trekkingtour. Wir wollen alles, was wir zum Leben brauchen, im Rucksack dabei haben. Also völlig autark sein. Wir wollen unterwegs nichts nachkaufen. Wir haben auch keine Möglichkeit, unterwegs was wegzuschmeißen. Wir tragen das, was wir in die Wildnis rausnehmen, auch wieder mit nach Hause. Mülltonnen gibt's nicht. So, das ist nur mal als irgendein fiktives Szenario. Man könnte das auch mit anderen fiktiven Szenarios durchspielen. Das müsst ihr dann halt für euch selber machen, immer nur das eine. Gut, weil das ist so meine Lieblingstour. So macht es mir am meisten Spaß. Nehmen wir Esbit mit? Machen wir nicht. Das wäre völlig idiotisch. Man könnte aber, und das würde ich fast sogar tun, wenn ich in Deutschland unterwegs wäre oder eine Möglichkeit hätte, da vor Ort Esbit zu kriegen, würde ich gerne ein 80 Gramm Päckchen mitnehmen, um mir mal mittags ein heißes Süpplein zu machen. Das geht zwar theoretisch auch mit dem Gaskocher und so weiter und so fort, aber dann würde ich Esbit trotzdem einfach mitnehmen, damit ich noch ein Backup habe, wenn irgendwas mit meinem zentralen Kochsystem ist. Dann habe ich 80 Gramm Esbit noch dabei. Ich würde keinen Kocher mitnehmen. Ich würde wirklich bloß 80 Gramm Esbit-Würfel entsprechend mitnehmen für die Tour. Und völlig egal, wie lang die Tour ist, die 80 Gramm Esbit Backup-Lösung würde ich immer gerne dabei haben würden. Da wollen. Dafür ist Esbit da. So, und jetzt ist die Tour bis 4 Tage lang, würde ich Spiritus bzw. einen Alkoholbrenner nehmen, denn der hat vom Eigengewicht her halt quasi nichts und man muss sich nicht mit einer Gaskartusche abplagen, die ein Eigengewicht von, wie wir gesagt haben, mindestens 90 Gramm eben entsprechend mitbringt. Deswegen ist dann einfach
bei so einer vergleichsweise kurzen Etappe von 4 Tagen das leichteste System der Spiritus. Und da ich mit Spiritus auch sehr gerne arbeite, trotz der entsprechenden Sicherheitsrisiken, man muss halt ein bisschen vorsichtig sein, würde ich den Spiritus nehmen. Geht die Tour länger als 4 Tage und weniger als 3 bis 4 Wochen, dann würde ich auf jeden Fall Gas nehmen, weil es halt einfach am effizientesten ist. Also alles, was 3, 4 Tage und länger dauert und nicht gleich eine Expedition ist oder im Winter oder auf dem Berg oder als riesige Gruppe stattfindet, nimmt Gas. Ist so. Alles andere ist weniger effizient. Man muss dann schon spezielle Gründe haben. Und Benzin, wie gesagt, bei den speziellen Gründen, es ist saukalt, es geht auf einen sehr hohen Berg, wir sind eine große, große Gruppe oder da, wo wir hinfliegen, gibt es kein Gas. Ganz einfach. So, das war das fiktive Szenario für so eine Tour. Das mit den 3 bis 4 Wochen dann auch auf Benzin umsteigen, liegt daran, dass man, wenn man von drei bis vier Wochen Gaskartuschen mitschleppt, irgendwann, selbst wenn die leer sind, und wir haben ja gesagt, wir haben keine Mülleimer, so viele leere Gaskartuschen mitschleppt, dass das System Gaskartusche allein durch das Gewicht der Verpackung unglaublich schwer wird. Selbst wenn wir einen Gaskocher haben, der 26 Gramm wiegt. Ja? Und irgendwann wird Benzin deswegen leichter, weil man braucht ja nur eine schwere Benzinflasche. Alles andere Benzin, was man über die 880 Milliliter, die hier reinpassen, hinaus durch die Landschaft schleppt. Es gibt übrigens auch noch kleinere Flaschen. Richtig, wichtig. Man muss nicht gleich eine 880 Milliliter Flasche nehmen. Muss man nicht. Kann man. Alles, was darüber hinaus an zusätzlichem Benzin mitgeschleppt werden muss, das kann ja in einer normalen Plastikflasche sein. Das ist ähnlich gefährlich wie Spiritus in einer normalen Plastikflasche zu transportieren. Das geht aber auch halt eben mit Benzin in Notfällen. Ich mache es nicht gerne, es würde aber gehen. Und für so eine Tour würde ich es dann tun und würde halt furchtbar, furchtbar aufpassen. Und wenn es eine Gruppentour wäre, würde ich es selber tragen wollen, damit ich derjenige bin, der in Flammen aufgeht, falls was schief geht und nicht irgendjemand anders. Ne? Immer die, die schuld sind, mögen in Flammen aufgehen. Wenn schon irgendjemand in Flammen aufgehen muss, dann doch bitte gerecht. So, jetzt. Machen wir ein kleines Päuschen, also ich, ihr nicht. Und ich muss den Akku wechseln. Und dann sprechen wir über generelle Verwendung von Topf-zu-Kocher-Effizienz und effiziente Töpfe und generell Kochgeschirr und Titan, Aluminium, Edelstahl. So, zurück im Keller und wir machen große Topfkunde. Folgendes. Ich möchte ja niemanden ärgern, aber eine beliebte Töpfe, sehr beliebte Töpfe, die man im Bushcraft Outdoor-Bereich in gefühlt jeden zweiten Kanal irgendwann mal sehen kann, sind Becher diesen Formats. Der ist ja auch toll, der Becher. Habe ich überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber warum haben diese Becher vom Hersteller genau dieses Format bekommen? Weil eine Nalgene-Flasche perfekt reinpasst. Wenn man auf Amazon so einen Becher anguckt, die erste Frage, die zum Produkt gestellt wird, passt da eine Nalgene-Flasche rein? Ja, die passt da rein. Das hätte ich von vornherein sagen können. Niemand produziert mehr irgendwelche Becher, die nicht genau das Format einer Nalgene-Flasche haben. Weil alle Welt es unglaublich cool findet, ihre Nalgene-Flasche in eben so einen Becher reinstellen zu können. Und dann kann man beides zusammen in eine Tactical Pouch machen und sich außen an seinen Tactical Bushcraft Pack dran heften. Ja, gut, ich gebe zu, ich habe so eine Tasse und ich habe auch so eine Flasche. Was ich nicht habe, ist ein Tactical Bushcraft Bag. Okay, in meinen alten Bundeswehr-Rucksack, hat ja auch so Flaschentaschen und ja, da passt die auch perfekt rein. Aber das ist Zufall. Weil diese Flasche ist jung, der alte Bundeswehr-Rucksack ist alt. Also ist das wirklich Zufall. Oder Nalgene hat ihre Flaschendurchmesser nach dem alten Bundeswehr-Rucksack ausgewählt. Das könnte auch sein, ich weiß es nicht. So. Ich erzähle das deswegen, weil ich mich so ein ganz kleines bisschen drüber lustig machen möchte, dass offensichtlich das Hauptkriterium für Kochgeschirr ist, dass man eine Nalgene-Flasche reinstecken kann. Manchmal habe ich wirklich so ein bisschen den Eindruck. Das führt dazu, und das besitze ich nicht, Gott sei Dank, dass es solche Becher im Nalgene-Flaschendurchmesser, also etwas mehr als Nalgene-Flaschendurchmesser,
auch in sehr hoch gibt, damit man einen 750 oder gar einen Liter Becher hat, in dem man immer noch eine Nalgene-Flasche reinstecken kann. Und meiner Meinung nach ist das der völlige Hohn und die absolute Ineffizienz von Kochgeschirr, insbesondere wenn es sich dann auch noch um einen Titanbecher handelt. Ist der super leicht? Ja. Braucht er das Doppelte an Brennstoff, bis du da drin irgendwas heiß gemacht hast? Ja. Ist das damit völlig für den Arsch? Meiner Meinung nach, ja. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Es kann natürlich auch unglaublich wichtig sein, dass man seine Nalgene-Flasche reinstecken kann. Machen wir es nochmal, weil es so schön ist. Und ich gebe zu, das ist ein befriedigendes Geräusch und eine befriedigende Tätigkeit. Aber deswegen will ich trotzdem keine ineffiziente Kochgelegenheit. Also nichts, diese Tasse ist ja nicht per se ineffizient. Diese Tasse, dieser Becher ist noch sehr gut, wenn man dazu einen kleinen Kocher verwendet, der vom Format her zu diesem Becher passt. Denn will man effizient kochen, dann braucht man einen entsprechenden Kocher mit einem entsprechenden Geschirr, was vom Format her ungefähr passt. Das ist wie mit der Herdplatte. Deshalb hat man verschiedene dicke, große Herdplatten, damit man immer einen Topf draufstellen kann, der möglichst den gleichen Durchmesser hat. Und genauso ist das mit solchen Köcherchen halt eben entsprechend auch. Blöd ist nur, wenn es relativ eng wird, so wie hier. Das geht jetzt noch, ne? Und klar funktioniert das, selbstverständlich. Das ist auch noch relativ effizient. Aber noch effizienter wäre es, wenn man noch ein bisschen breiteren Topf hätte. Warum? Weil die Energie, die hier als ja, quasi Feuerstrahl nach oben dröst, ja gegen den Topfboden stößt und dann zur Seite abgedrängt wird und macht damit den kompletten Boden vom Topf schon irgendwo heiß. In der Mitte am heißesten, am Rand weniger heiß. Hört der Rand jetzt relativ bald auf, wie bei diesem Töpfchen hier, dann geht relativ viel Energie verloren. Weil da wäre noch viel Energie da, die verpufft jetzt aber ins Nirgendwo und haut irgendwo ab ins Universum als Entropie. Und weg ist sie. Und ich habe sie nicht zur Verfügung, um mein Essen heiß zu machen oder mein Wasser oder was auch immer. Und bei dem Topf ist der Weg, den die Energie am Topf entlang zurücklegt, einfach viel größer. Das heißt, ich habe mehr genutzt von der Energie, die mein Kocherchen abgibt. Und bei dem Topf wäre sie natürlich auch riesig. Aber da das jetzt ein Edelstahltopf ist und damit eine geringe Wärmeleitfähigkeit hat, würde die Energie nur hier in der Mitte zum Einsatz kommen und da außen ist sie schon so sehr beziehungsweise da außen ist die Wärmeleitfähigkeit vom Topf schon so gering, dass er kaum noch Energie ans Innere abgibt. Und somit haben wir dann einen Topf, in dem wir vielleicht was Komplexes kochen wollen, der aber nur in diesem Bereich überhaupt heiß wird. Nur da, wo wirklich der Kocher richtig ansetzt. Und wenn man dann noch aufgrund des großen Volumens des Topfes einen starken Kocher nimmt, beispielsweise den hier, der hat ja schon ordentlich Power, dann hätte man das Problem, weil das wieder ein Edelstahltopf ist und eine geringe Wärmeleitfähigkeit hat, dass wir echt nur in der Mitte einen heißen Spot bekommen und unser Essen brennt dann schlicht und ergreifend in der Mitte an und ist außen am Rand noch relativ kühl. Und das sieht dann so aus, um das zu beweisen. Ne? Ich denke, das ist eindrucksvoll. Dass das hier nicht so lecker aussieht, muss ich jetzt, glaube ich, niemandem erzählen. Insbesondere, ne, da war ja mal Essen dran an diesen schönen, sich durch enorme Hitzeeinwirkung verfärbten Stahl. Ist ganz lustig, als Titangeschirr neu war, hat man festgestellt, dass Titan, der Topf ist scheiße, der wirft Blasen, das schmilzt auf meinem Kocher und so weiter und so fort. Und dann hat man entsprechende Rezensionen geschrieben bei einem namhaften Hersteller, einem namhaften Händler von Outdoor-Produkten in Orange. Und ich bin da normalerweise wirklich glücklich mit diesem Händler, aber das fand ich dann schon ein bisschen dreist. Und der Kunde hat berichtet, mein Titantopf wirft Blasen und verformt sich und deshalb gibt er nur einen Stern. Und dann haben sie die Bewertung entfernt, Anmerkung der Redaktion, das kann nicht sein, Titan hat einen viel höheren Schmelzpunkt, als jeder Outdoor-Kocher in Temperatur erreichen kann. Das hier ist mein verformter, angeschmolzener, blasengeworfener Titantopf.
der so bestimmt nicht mehr benutzt wird, aber ich habe ihn noch, um zu zeigen, was passieren kann. Vergleichsweise kleinen Titantopf auf einem Benzinkocher mit voller Leistung verwendet und dann noch auf die Idee kommt, nachdem der schon draufsteht und heiß geworden ist, Schnee reinzuschmeißen. Zugegeben, das verzieht so ziemlich jedes Material. Titan wäre bei Alu auch nicht gut vielleicht ein bisschen besser ausgegangen, aber auch wahrscheinlich nicht sonderlich gut. Und mit Edelstahl wäre das Gleiche passiert. Aber dass es nicht möglich ist, einen Titantopf zu verziehen, weil er doch einen viel höheren Siedepunkt hat, und dass es nicht möglich ist, dass das Material Blasen wirft, doch, das kommt vor. Und es gibt inzwischen mehrere Leute, die ähnlich lustige Töpfe haben wie ich. Das war ein sauteurer Titantopf, als ich mir den zugelegt habe. Und ich kann ihn quasi nicht mehr benutzen, weil alles, was ich da drin heiß mache, auch Wasser, bekommt einen total widerlichen Nachgeschmack. Und da ist echt das Material teilweise richtig abgeplatzt. Man beachte oben rechts in der Ecke. Ich hoffe, es ist einigermaßen scharf. Der Fokus hat da ein bisschen Schwierigkeiten, ne? Aber das sieht wirklich nicht gesund aus und ich möchte da nicht mehr... Im Grunde ist Titan nicht gesundheitsschädlich, aber man schmeckt wirklich einen metallischen Geschmack, wenn man hier draußen noch Wasser trinkt, insbesondere wenn man es vorher heiß gemacht hat. Das ist in die Hose gegangen. Es ist also durchaus möglich. Es ist möglich, weil das Zeug ist extrem dünnwandig. Und zwar Titan also mit Vorsicht zu genießen. Alu ist gesundheitsschädlich, haben wir jetzt alle 15 Mal gehört. Und Edelstahl, wenn er dünnwandig ist, sieht dann halt auch wieder so aus. Ne? Also, was schließen wir daraus? Wir schließen daraus, dass eine ganz einfache Regel gilt. Wir brauchen einen Topf, der aufgrund seiner Form, also eher breit als hoch, also der hier ist noch okay, aber eher breit als hoch. Erstens aufgrund seiner Form und zweitens aufgrund seines Materials in der Lage ist, die möglicherweise enorme Energie, die der Kocher, die man darunter verwenden möchte, abgibt, auch an den Inhalt des Topfes rechtzeitig weiterzugeben, bevor das Material des Topfes sich derartig aufheizt, dass das hier passiert. Das hier. Und das bedeutet... Wenn wir mit Spiritus arbeiten, können wir einen Edelstahltopf nehmen, können wir einen Titantopf nehmen, können wir egal was nehmen, ist scheißegal, weil Spiritus gibt so wenig Energie ab, vergleichsweise, dass kein Topf damit überfordert ist. Aber auch da gilt, haben wir einen Alutopf, der eine Wärmeleitfähigkeit von 200 irgendwas hat, dann wird die Hitze viel schneller an den Inhalt des Topfes übertragen und viel effizienter, viel mehr der vorhandenen Hitze wird übertragen, als wenn wir einen Titantopf haben, der eine Wärmeleitfähigkeit von 18 hat. Ja, das ist so. Und das habe ich jetzt wirklich mit vielem Rumexperimentieren mit meinen diversen Töpfen, die ich euch hier in die Kamera halte. Ich habe noch viel mehr, bei denen sieht das ähnlich aus. Naja, nicht wirklich. Also das sind schon die Extrem, das ist das Extrembeispiel und der große Topf ist ehrlich gesagt auch ein Extrembeispiel. Aber und Titan nimmt einfach die Energie nicht schnell genug, es leitet sie nicht schnell genug weiter. Es nimmt sie zwar auf bis zu einem gewissen Grad, aber gibt sie nicht schnell genug weiter ans dasjenige, was man heiß machen möchte. So, was ist also der idealste Topf? Ja, aufgrund der Wärmeleitfähigkeit Alu. Was wäre noch besser? Kupfer. Kupfer ist aber schweineschwer, außerdem ziemlich weich. Es gibt Edelstahltöpfe mit Kupferboden. Das ist krass tolles Kochgeschirr, damit kann man ganz wunderbar kochen. Ich hatte einmal das Vergnügen, so ein Ding erleben zu dürfen. Und diejenigen, die sagen, ich schwöre auf Edelstahl, ist mir doch egal, wie viel das wiegt, dann besorgt euch doch einen Edelstahltopf mit Kupferboden. Dann seid ihr so glücklich, da braucht ihr niemals mehr einen anderen Topf. Der ist unglaublich effizient, jedes bisschen an Wärme, was am Kupfer ankommt, wird sofort in euer Essen entsprechend übertragen. Ihr könnt auf super kleiner Flamme ganz effizient kochen, ihr habt einen super geringen Brennstoffverbrauch, allein so ein Topf wiegt 2-3 Kilo oder was. Also ist wirklich, wirklich, wirklich schwer, weil der Kupfer muss auch dick sein, damit er einigermaßen stabil ist. Kupfer ist ja sauweich. Aber an sich wirklich, wirklich, wirklich schönes Kochen. Es muss ja nicht reiner Kupfer sein, es kann ja auch irgendeine Legierung sein, wo viel Kupfer drin ist. Das wäre also eigentlich der ideale Kochtopf von den Kocheigenschaften her. Man kann ja auch in einem Topf, der nur in der Mitte heiß wird, nicht richtig was Schönes kochen, weil es einem in der Mitte, haben wir jetzt gesehen, entsprechend anbrennt. Also,
Kupfer, wer kann, der nimmt Kupfer, ansonsten ist effizienter Aluminium. Und ich habe es verglichen, Kochzeiten im Titantopf sind statt 4 Minuten 30 gleich mal 5 Minuten 10 oder irgendwie sowas. Oder 5 Minuten 30, je nach Titantopf, je nach auch Höhe des Topfes und Aussehen des Topfes. Das heißt, eher breit. Das hier wird jetzt mein Kochgeschirr für Grönland sein. Der wiegt zwar 230 Gramm, also ist eigentlich recht schwer für einen 1 Liter Kessel, aber es ist erstmal ein Kessel. Zweitens, ich finde diesen Griff schön praktisch. Drittens, ich mag Kessel. Viertens, die Öffnung ist so groß, dass man trotzdem auch noch drin umrühren kann, wenn man mal was machen möchte, was Umrühren erfordert, wenn man nicht nur Wasser drin kocht. Sehr, sehr, sehr schöner, aus meiner Sicht sehr universeller, verwendbarer Kessel, der ein bisschen Dreck drin hat, den ich nachher wegputze. Und der hat hier unten, um das nochmal von der Effizienz her nochmal besser zu machen, solche Lamellen. Könnt ihr hier hoffentlich hier hinten sehen. Und das heißt, wenn wir hier unten den Kocher am Wirken haben, dann steht der erstens so, dass die Flamme, wenn sie am Topf ansetzt, automatisch windgeschützt ist, weil sie in so einer Vertiefung stattfindet. Und zweitens, wenn die Flamme dann nach außen wandert, den Topf entlang, am äußersten Rand nochmal zusätzlich aufgehalten und aufgefangen wird und durch diese Lamellen nach innen nochmal weitergegeben wird, sodass wirklich sehr, sehr, sehr viel Energie, die vom Kocher abgegeben wird, auch wirklich vom Topfboden aufgenommen wird. Und kaum noch Energie geht zur Seite raus, verwendet man jetzt zusätzlich noch so einen Windschutz und macht den schön eng drum, dann die Energie, die am Topf vorbei nach oben steigt, macht dann die Wand vom Topf bzw. vom Kessel, nochmal zusätzlich ein bisschen heiß und wir haben nochmal ein paar Prozent bessere Effizienz, nochmal ein paar Prozent höheren Wirkungsgrad. Ist dann schon wirklich schön. So macht es mir am meisten Spaß, dass ich wirklich versuche, das Maximum an Effizienz eben aus meinem Kochgeschirr rauszuholen und nicht unbedingt eine Hygieneflasche reinstecken kann. Der Archetyp für effizientes Kochen, den es schon seit Ewigkeiten gibt, ist natürlich dieser hier. Der Trangia Sturmkocher. Ja, der ist riesig, aber das Ding ist auch für 2 bis 3 Personen gedacht. Bestehend aus einmal diesem kompletten Blechding, das ist eigentlich nur der Windschutz. Dann haben wir hier einen Deckel, dann haben wir hier einen Topf und in der Mitte unten sitzt der Brenner entsprechend. Den kann man natürlich rausnehmen. Luftzufuhr durch die verschiedenen Löcher hier unten, durch die größeren Löcher und generell einfach unter dem Boden. Luftzufuhr hier durch die Löcher da drin, sieht so ein bisschen aus wie eine Käsereibe und dann hockt er da drin und brennt. Und jetzt haben wir einen Topf, der schön breit ist, der hier in diesen Topfhalterungen genau auf richtiger Höhe sitzt, damit die Flammen sich über den kompletten Topfboden verteilen. Das ist deswegen toll, weil man dann wunderbar kochen kann, weil der Topfboden sich überall gleichmäßig erhitzt wie auf einer Herdplatte und nicht nur in der Mitte mit einer Jetflamme entsprechend angeheizt wird. Also fürs Kochen an sich, ohne dass was anbrennt, perfekt. Habe ich noch nichts Besseres gesehen. Außerdem, das Ganze ist hart anodisiertes Aluminium. Warum hart anodisiert, kommen wir noch dazu. Das heißt, die Wärmeleitfähigkeit ist hervorragend. Dann haben wir hier diesen hochgezogenen Rand. Alle Energie, die an der Seite den Topf hochsteigt, kann auch den Außenbereich des Topfes entsprechend heizen und geht nicht sofort zur Seite raus verloren. Wind kann nicht reinkommen und kann auch keine Energie zur anderen Seite rauspusten. Kann auch nicht passieren. So, und ist jetzt noch der Deckel drauf. Steigt die Energie hoch in den Deckel, wird nochmal ein Stückchen runter reflektiert und kommt dann erst hier zur Seite raus, wenn wirklich alles vom Topf von der Energie heiß gemacht wurde, was irgendwie heiß gemacht werden kann. Effizienter geht kaum noch. Und das Teil ist uralt. Das ist halt die moderne Version. Und dadurch, dass diese Lamellen hier, die sich dann sehr, sehr, sehr aufheizen, auch noch eine direkte Übertragung ins Innere haben und das Material da am Rand, das kann ich euch leider nicht zeigen, weil im Topf ist es zu dunkel, kann ich nicht filmen, ist das Material noch zusätzlich ein bisschen perforiert und dann ist die Energieübertragung nochmal höher. Also muss ich leider sagen, leider irgendwo, zum guten alten klassischen Trangia, ja, der gute alte klassische Trangia ist zum Kochen immer noch die beste Lösung. Man kann in keinem Outdoor-Geschirr schöner kochen als im Trangia. Nichts steht sicherer als der Trangia, nichts kann so schwer umgeworfen
werden, es sei denn, der Ben schafft es dann doch irgendwie, weil sein Tisch überfüllt ist. aber so ein Trangia ist natürlich sauschwer. Der komplette Windschutz an sich ist schon vergleichsweise sauschwer. Nicht wie, man kann den schon noch tragen, aber verglichen mit so einem Kessel, und so ein Kessel wiegt immer noch 230 Gramm. Und wenn ich euch jetzt sage, der Trangia verbessert die Effizienz, also der Trangia mit dem Trangia drin, der Trangia Sturmkocher ist 25% schneller und verbraucht 25% weniger Brennstoff als ein Torx, der viel moderner ist. Allerdings, der Torx wiegt 20 Gramm, der Trangia, also der Windschuss, den man zusätzlich mitnimmt, die Töpfe rechne ich jetzt mal nicht mit, weil man braucht für den Torx ja auch Töpfe. Und man kann den Trangia auch nur mit einem Topf mitnehmen. Dann haben wir halt eine Gewichtsdifferenz von mir aus 480 Gramm. Sagen wir mal jetzt mal ganz grob, habe ich jetzt nicht so genau ausgerechnet. Bist du jetzt mit 25% höherer Leistung 480 Gramm Brennstoff einsparst, musst du je nach Situation, wenn es jetzt Winter ist, dann geht es schneller, wenn es Sommer ist, dann dauert es lange, aber ungefähr 5 Tage bis 2 Wochen unterwegs sein. Und dann kann man sich jetzt überlegen, lohnt sich das dann wirklich deswegen, den Trangia Sturmkocher mitzuschleppen? Man muss auch Vertrauen drin haben, dass man nicht zu viel Reserve-Spiritus mitnimmt, weil sonst hat es sich sowieso erledigt. Dann schleppt man sich ganz dummen Teppich, wenn man dann wieder mit einem halben Liter Spiritus mit nach Hause kommt. Ja, schwierig, ne? Aber im Vergleich zum Trangia hat dieses Teil hier halt auch 25% höhere Effizienz, etwa 25% höhere Effizienz, zum Beispiel auf dem Benzinkocher bringt da etwa 20% höhere Effizienz, auf dem Gaskocher bringt da ja, 25, etwa 25. Jetzt, wenn wir 11 Gramm, irgendwas, fast 12 Gramm Gas brauchen in dem Topf und in dem Topf nur 9 Gramm, der Topf hier aber 85 Gramm schwerer ist als der Topf, dann muss man sich halt ausrechnen, wie lange man unterwegs sein muss, dass dieser Topf wirklich effizienter ist. Und damit kriegt man dann relativ schnell raus, dass diese ganze Vergleicherei, die ich hier zwar gerne mache und die mir auch enorm Spaß macht und vielleicht euch ja auch, ein bisschen Tüpfelschisserei ist. Im Endeffekt spart man für eine lange Tour von 14 Tagen mit der optimalsten Brennerausnutzung vielleicht, dadurch, dass man halt schwereres Zeug dann insgesamt dabei hat, vielleicht 200 Gramm, ne? In 14 Tagen. Und da ist es dann schwierig zu finden, was ist denn jetzt nun dann das Optimum, was denn am besten heißt für jetzt eben meine 14 Tage, geplante 14-Tages-Tour in Grönland. Und es sind wirklich Nuancen. Das unterscheidet sich kaum, die einzelnen Systeme. Und die Sache ist die, so ein Topf wir verwenden, ist ja völlig wurscht, egal was man draufstellt. Also wenn du jetzt Benzin draufstellst, ist es effizienter als mit dem Topf. Wenn du Gas draufstellst, genauso. Wenn du Spiritus drunter stellst, ebenfalls. Lediglich beim Spiritus könnte man auch überlegen, ob man dann nicht lieber wirklich gleich den Sturmkocher mitnimmt. Oder man nimmt den Sturmkocher mit Gaseinsatz. Haben ja auch viele, viele Leute empfehlen, den Trangia Sturmkocher mit Gaseinsatz. Hier so ein Loch, da kann man dann eben entsprechend die Gasleitung durchstecken. Innen rein setzt man statt diesem Brenner einen Gasbrenner und durch dieses entsprechende Löchlein kommt dann die Leitung raus und draußen ist die Kartusche, die man dann eben entsprechend anschraubt und dann betreibt man das Teil mit Gas. Ist dann auch unglaublich effizient. Die gleichen tollen Kocheigenschaften, der gleiche sichere Stand. Aber rein vom Brennstoffverbrauch her hat man den ähnlichen, einen sehr, sehr ähnlichen Effekt, rechnerisch kaum unterschiedlich, indem man einfach einen solchen Topf mit solchen Lamellen unten dran verwendet. Da gibt es ja noch viele verschiedene andere, nicht nur diese Dinger hier. Nimmst du aber im Vergleich dazu einen Titantopf, wenn du sowieso nur heißes Wasser machen möchtest und dir die besseren Kocheigenschaften von Aluminium egal sind, der wiegt 80 Gramm. Das ist jetzt zwar kein Litertopf, sondern nur ein halber. Sagen wir mal, der Liter würde 450 Gramm wiegen. Dann dauert es nochmal sehr lange, bis du die 85 Gramm Differenz, die der hier schwerer ist, durch den geringeren Brennstoffverbrauch ausgeglichen hast. Ein paar Tage halt. Und wenn man nur ein paar Tage unterwegs ist, dann ist Titan tatsächlich leichter.
Ein hocheffizienter Alukessel wird erst nach ein paar Tagen relevant. Und hier, wenn ich jetzt sage, der da wiegt 85 Gramm mehr als der da, dann liegt das halt daran, dass das hier ein Aluminiumtopf ist, ne? Also das ist auch ein Aluminiumtopf. Wäre der Titan, wäre halt nochmal ein Ticken leicht, aber nicht mehr viel. Ein alter, reiner Aluminiumtopf ohne Schnickschnack, und Schnickschnack ist hier nicht dran, ist fast so leicht wie Titan. Übrigens, das, was als Titan-Handelsmarke Titan überall zu kriegen gibt, ist auch eine Titan-Alu-Legierung, eher eine Alu-Titan-Legierung in dieser Zusammensetzung. Irgendwie sowas um den Dreh. Also da ist auch Alu drin, allerdings völlig ein harmloses Niveau. So, zum Schluss noch. Erstens, die Unterschiede sind gering, habe ich ja gesagt. Zweitens, lasst die Finger von dünnwandigem Edelstahl. Drittens, stellt euren Titantopf nicht auf zu heiße Flammen, wenn was Kaltes drin ist oder ihr vorhabt, was Kaltes reinzuschmeißen. Macht das auch mit keinem anderen Topf. Und drittens, die böse Sache mit dem Aluminium. Aluminium gesundheitsschädlich. Klassische Aluminiumtöpfe ohne irgendeine Behandlung haben die wunderbare Eigenschaft, dass Aluminiumkationen davon abgegeben werden, wenn andere Kationen kommen und diese austauschen. Das heißt, dann landen positiv geladene Aluminiumteilchen in eurem Essen, sofern irgendwas Saures da gewesen ist, um sie abzulösen. Heißt, wenn du hier drin Zitronentee machst oder irgendwas anderes Saures, Tomatensuppe, Soße hat auch eine gewisse Säure, oder du verwendest Sachen, die stark gesalzen sind, da kann das auch passieren, dann werden da tatsächlich einzelne Aluminiumpartikelchen abgelöst, Moleküle, Atome, nee, Moleküle, Ionen, ha, meine Fresse, Ionen sind es natürlich, und die nimmt man dann zu sich. Kein Mensch weiß genau, ob das jetzt nun Alzheimer fördert oder nicht, es ist umstritten, aber warum ein unnötiges Risiko eingehen und weiterhin solche Töpfe verwenden? Man kann die allerdings verwenden als Wasserkocher. Wenn du hier nur Wasser drin kochst, ist völlig harmlos. Wasser allein löst da überhaupt kein Aluminium. Also, okay. Vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen kann passieren, weil Wasser liegt ja auch sauer, kationisch, anionisch dissoziiert vor. Und damit kann, aber das bei so einem alten Topf ist, glaube ich, kaum noch was dran, was abgelöst werden kann. Also das empfinde ich als harmlos. Deswegen, was die Alternative zum klassischen Standardaluminium, hart anodisiertes Aluminium, daraus ist zum Beispiel dieser Kessel, daraus oder eben beschichtetes Aluminium, der hier zum Beispiel, das ist auch ein Alutopf, aber der ist erstens hart anodisiert und zweitens innen noch mit Teflon beschichtet, damit halt nichts anbeckt. Die Teflonbeschichtung habe ich zwar inzwischen relativ gut geschrottet, aber ein bisschen ist noch da. Die Trangia-Töpfe gibt es auch in hart anodisiertem Aluminium. Und warum ist hart anodisiertes Aluminium jetzt so toll? Erstens wegen der schönen Wärmeleiteigenschaft. Zweitens wegen der schönen Kocheigenschaft, dass man drin schön kochen kann. Drittens wegen der höheren Ausnutzung der Kocherflamme, der höheren Brennereffizienz, wenn man mit so einem Topf drauf arbeitet. Und drittens ist es gesundheitlich völlig unbedenklich. Was bedeutet hart anodisiert? Man geht mit einer krassen Anode drüber. Und was macht eine krasse Anode? Das ist der negativ geladene Pol. Zieht sämtliche positiv geladenen bösen Aluminiumteilchen, die außen am Rand vom Aluminium hängen, einfach ab. Und dann sind keine mehr da. Und dadurch, dass die alle weg sind, wird das Ding auch so komisch grau und kriegt diese seltsame Farbe im Vergleich zu nicht hart anodisiertem, noch nicht ewig lange viel drauf gekochten Alu. Da sieht man schon einen Farbunterschied. Und das heißt, alles, was potenziell krankheitserregend hier noch dran ist, an der Oberfläche vom Aluminium, ist hier mit einem riesigen Magneten einfach runtergezogen und da gibt es nichts mehr, was abgelöst werden kann. Damit ist diese Oberfläche völlig unreaktiv, keine Ionen mehr da. Das heißt, du kannst da drauf kippen, was du möchtest, da geht nichts mehr ab. Jo. So zumindest die Chemie entsprechend dahinter. Und aus meiner Sicht hart anodisiertes Aluminium das beste Geschirr, wenn man wirklich richtig was kochen möchte. Will man nur Wasser heiß machen, kann man auch Titan nehmen, insbesondere für kurze Touren. Und all diese Untersuchungen bezüglich, was ist der effizienteste Topfkocher, sonst wie Kombo-Gedönse, sind nur Nuancen. Es sind wirklich nur Nuancen. Man spart maximal 200 Gramm. Ne? Ist leider so. Leider. Ich habe wirklich viel Zeit da rein investiert, um das rauszufinden. Gut.
Und dann war ja noch die große Frage, mit was geht denn der Ben jetzt nach Grönland? Ich nehme den Benziner und diesen Kessel und den Torx und etwas Spiritus für den morgendlichen Kaffee von Freundin. Das ist das System. Weil morgens den Benziner anschmeißen, ach, da haben wir keinen Bock zu. Effizienter wäre nur den Benziner nehmen, wenn wir schon dabei haben. Zusätzlichen Spiritus, das wiegt ein bisschen extra, aber das ist einfach Komfort, ist es uns wert. Gas wollen wir deswegen nicht mitnehmen, weil wir Angst haben, dass keine Gaskartuschen mehr da sind. Wir wissen, dass da, wo wir ankommen, potenziell Gaskartuschen verfügbar sind. Wir sind aber recht spät in der Saison und die Belieferung des Supermarktes befindet immer nur im Winter mit dem Schneemobil statt. Insbesondere bei Dingen, die man nicht einfliegen kann. Und Gaskartuschen dürfen ja nicht in den Flieger, wie wir wissen. Und das heißt, dass nur im Winter neue Gaskartuschen kommen. Und am Ende vom Sommer ist der letzte Winter, in dem versorgt wurde, maximal weit weg. Die Chance, dass wir also überhaupt keine Gaskartuschen finden, ist vorhanden. Und das Risiko möchte ich nicht eingehen. Und demzufolge nehme ich den Benziner. Da bin ich auf der sicheren Seite. Es gibt da eine Tankstelle. Notfalls mit Tankstellenbenzin arbeiten. Reinbenzin haben sie hoffentlich dann vielleicht eventuell sogar noch da. Wenn nicht, haben sie vielleicht noch Feuerzeugbenzin. Wenn nicht, haben sie vielleicht noch Petroleum. Oder ich zapfe mir beim nächsten Flugzeug Kerosin ab. Was auch immer. Aber da bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Spiritus finden wir vor Ort hoffentlich auch. Sollten wir keinen Spiritus kriegen, haben wir unnötigerweise 20 Gramm Torx dabei. Das ist auch meiner Meinung nach zu verschmerzen. Ja, das ist also das System, das ich verwenden werde, eben wegen der Versorgungsunsicherheit mit Gas. Sonst wäre Gas, der kleine Gaskocher, dieser hier mit diesem Kessel, sicherlich viel effizienter. Aber ich will das Risiko des Nichtvorhandenseins von Gaskartuschen einfach nicht eingehen. So. Schnitt. Jetzt habe ich vergessen, ob ich es erzählt habe. Nochmal kurz zum Edelstahl. Edelstahl hat den Vorteil, ist völlig unreaktiv auf nix, läuft von nix an, rostet wegen nix, Säuren egal, Salz egal, alles egal, geringe Wärmeleitfähigkeit, ähnlich wie Titan und dazu noch ein bisschen dickwandiger. Wenn er allerdings dickwandiger ist, hat er dadurch, dass er dickwandiger ist, wieder eine bessere Wärmeleitfähigkeit. Fühlt sich also so an, als wäre Edelstahl gut im Wärmeweiterleiten. Ist er aber eigentlich nicht. Er ist nur dickwandiger als der Titan, ist beides ungefähr gleich scheiße. Edelstahl hat glaube ich 20 und Titan hat 18 Lambda oder was für ein komischer Buchstabe das ist, was als Wärmeleitfähigkeitssymbol entsprechend in der Physik verwendet wird. Physiker. Ja, das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Also unverwüstlich, ja klar, aber auch ziemlich schwer. Also für längere Touren sicher nicht schön, für kurze Touren kann man es mal nehmen, stationär sowieso. Denk an den Kupfertopf, der Kupfertopf ist stationär, das Nonplusultra, die sind nicht ganz günstig, aber ja, das wäre sicherlich eine Idee, eine Überlegung wert. Ich bin durch, war doch ein bisschen viel, war wahrscheinlich nicht ganz kurz. Ich gucke mal, ob ich das als wirklich einen Teil überhaupt hochgeladen bekomme aufgrund der enormen Datenmenge. Und wenn nicht, dann gibt es einen Zweiteiler. Das seht ihr dann ja gleich. Und muss ich euch jetzt ja eigentlich gar nicht erzählen. Das war jetzt so ziemlich alles, was ich zu Kochern und Geschirr und so weiter und so fort sagen kann. Also alles, was ich darüber weiß, wisst ihr jetzt auch. So ein paar kleine futzelige Details gibt es dann in den anderen Videos, die jetzt diesem Ding hier vorgelagert waren, zum Thema Kocher. Da sind noch so ein paar Dinge noch mal ein bisschen detaillierter erklärt, insbesondere auch die Zusammensetzung von Gas in Gaskartusche. Ja, das soll es gewesen sein. Bedanke mich fürs Dabeisein, wünsche ja noch mal ein frohes neues Jahr. Ist ja das erste Video dieses Jahr, was ich raushaue. Und macht's gut. Bald geht's weiter.